Hello, this is international football commentator Derek Ray, and what a great pleasure it is to be listening to Trotzdem Hier with Dennis and Marco, everything you need to know about FC. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisbockheim leben wir mit Freude und Frust. Auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt das Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. 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 Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hamburg und Hattingen rufen die Nummer 1 am Rhein. Und das wird nicht Leverkusen sein und schon gar nicht die Borussia aus Mönchengladbach. Das ist nur der erste FC Köln. Ja, der erste FC Köln gewinnt sein Derby gegen den ostholländischen Nachbarn mit 3:1 nach einer wirklich phänomenalen ersten Halbzeit und einer insgesamt sehr guten Leistung. Und ja, beim letzten Mal habe ich ihn gefragt, ob er noch eine Hose trägt. Jetzt muss ich ihn fragen, ob er überhaupt noch irgendeine Art der Bekleidung trägt. Außer der Schiebermütze natürlich. Marco, wie geht's? Ja, sehr gut. Also mir geht's hervorragend. Also tatsächlich habe ich tatsächlich etwas Angst gehabt vor dem Derby. Ich weiß gar nicht mehr, was ich im letzten Podcast getippt habe. Habe ich nicht sogar 3-1 getippt? Ich habe es mir nicht notiert, aber wir behaupten einfach mal, dass dem so war. Ich sage jetzt einfach mal ja, das ist so. Und ich freue mich auch, dass es endlich mal geklappt hat mit diesem wir führen zur Pause verdient und deutlich und schippern das die letzten 45 Minuten zu Ende. Es war tatsächlich eine Wohltat, dieses Spiel zu gucken. Super, das werden wir gleich alles noch vertiefen und auch mal ganz ins Detail gucken, was uns alles so gut gefallen hat, wer uns gut gefallen hat und ob es irgendwen gab, der uns vielleicht weniger gut gefallen hat. Aber erstmal sollen wir vielleicht unseren Gast heute vorstellen. Und zwar ist bei uns, also die Wochen der wunderbaren Gäste reißen nicht ab, bei Trotzdem hier. Denn bei uns ist der ja die Stimme der Bundesliga auf ESPN. Ihr kennt ihn auch von EA Sports, FIFA 19, 20, 21 und 22. Bei uns ist Derek Ray. Hi Derek, grüß dich. Hallo und vielen Dank für die schöne Vorstellung und die Einladung. Es ist wunderbar, hier zu sein. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und uns mit deiner Anwesenheit beehrst. Hast du das Derby live sehen können? Leider nicht. Ich habe Dortmund gegen Wolfsburg kommentiert und nach dem Spiel, also für die DFL, müssen wir gleich Abschnitte produzieren und kommentieren. Und so musste ich später am Samstag nachholen. Aber ja, es war ein Vergnügen, das zu tun, kann ich sagen. Wer hat dir denn besser gefallen, Dortmund oder Köln? Es ist immer Köln. Also richtige Antwort hier in diesem Podcast. Ja, es ist immer so. Also Köln ist meine Mannschaft. Das kann ich ehrlich sagen. Das war schon seit einigen Jahren so, als ich zum ersten Mal Student in Deutschland war, in den 80er Jahren, war damals Köln, also nicht immer die beste Mannschaft, aber jedoch eine sehenswerte Mannschaft. Und das hat mich nie verlassen. Und deswegen, ja, es ist immer was Besonderes, Köln im Derby anzugucken. Und Dortmund war sehr gut. Ja, das muss man auch zugeben. Aber wenn Köln gegen Gladbach gewinnt, ist es immer besser als die anderen Spiele, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Und dann das zweite Derby innerhalb einer Saison gegen Gladbach gewinnen. Das dritte in Folge. Es gibt Kinder, die sind geboren worden und haben noch nie den FC verlieren sehen gegen Gladbach. Wann ist dein Kind geboren worden, Marco? Dein Jüngstes? Mein Jüngstes? am 11.12. vor 2 Jahren. Ist jetzt anderthalb Jahre alt. Ja, dann hat es aber leider eine Niederlage schon gesehen. Ne? Genau, eine Niederlage. Die Geisterspielniederlage. Genau, ja. Naja, aber dafür hat 3 Siege. Das ist doch top. So sieht's aus. So sieht's aus. Und es bleibt dabei, Salih Özcan hat noch nie gegen Gladbach verloren. In allen Wahnsinn, Ligen. Ja, genau. Also habe ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm gehabt, habe ich aber nach dem Spiel gelesen und war tatsächlich echt überrascht, dass er so eine krasse Derby-Bilanz hat. Ja.
unser Glücksbringer im Derby. Und ich denke, wenn wir jetzt auf die Ebene des Spiels gehen wollen, auch einer der absoluten Leistungsträger in diesem Spiel. Ich habe vorhin den Rasenfunk gehört und Max, der ja jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, irgendwie schnell auszurasten oder zu spinnen oder so. Max sagt, die Doppel-6 Giri Özcan ist einfach eine der besten, wenn nicht die beste der ersten Liga. Stimmen wir ihm dazu oder müssen wir doch ein bisschen Wasser in den Wein schütten? Also, sie ist schon sehr, sehr gut. Ob sie jetzt, also aktuell die beste ist, weiß ich nicht. Mit der aktuellen Form von Özcan sind wir aber, glaube ich, relativ weit oben. Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Und ich finde, langsam finden sie auch gut ihre Aufgabenverteilung. Ne? Also, wir haben ja am Anfang gesagt, dass sie noch ein bisschen miteinander gefremdelt haben, weil sie nicht so viele Spiele gemeinsam gemacht haben, da ja Skiri beim Afrika Cup und dann verletzt und krank und so weiter war. Und dann war Sully auch mal raus eine Zeit lang. Und jetzt so langsam merkt man, dass Sully ja wirklich einen defensiveren Part in dieser Doppel-6 spielt. Und Skiri derjenige ist, der sich öfter nach vorne mit einschalten soll. Hat ja auch ein paar Offensivszenen gehabt, hätte fast das 4-0 gemacht, hat diesen einen Querpass leider nicht ganz zu Modest rübergebracht. Aber da sieht man schon, dass sie jetzt ihre Aufgabe da um Platz mehr gefunden haben und sich miteinander jetzt so langsam eingrooven, die beiden. Das könnte gerade für den Schlusssport noch sehr wichtig werden. Es ist für mich sehr interessant, also was mit Özcan passiert. Ich kann mich gut daran erinnern, also vor 9, 10 Monaten, dass es Zweifel gab, ob er eigentlich bei Köln bleiben würde. Und die Tatsache, dass er so stark gespielt hat, ist vielleicht eine kleine Überraschung. Ich habe eigentlich mit Kollegen in Schottland, ich bin Schotte und viele in Schottland haben gedacht, dass Özcan im letzten Sommer vielleicht die Gelegenheit hätte, nach Deutschland, aus Deutschland nach Schottland zu fliegen, um für die Rangers zu spielen. Aber das hat nicht geklappt und Gott sei Dank bleibt er in Köln. Und ich finde diese Kombination sehr stark. Und ob es eigentlich die beste Doppel-6-Kombination in der Liga ist, weiß ich nicht. Aber man kann dankbar sein, dass die beiden einander komplementieren, sozusagen. Ja, genau. Wenn ich drüber nachdenke, eine wirklich bessere fällt mir auf Anhieb aber auch nicht ein. Was auch ein bisschen daran liegt, dass natürlich Mannschaften wie Leverkusen oder Leipzig mit einfacher 6 spielen, muss man auch dazu sagen. Aber gerade bei den Bayern, Kimmich struggelt gerade so ein bisschen, kommt nicht auf den grünen Zweig, Goretzka lange verletzt. Und so viel mehr Luft hat man da vorher auch nicht mehr. Also auf jeden Fall würde ich sagen, Top 3 der Bundesliga, was Doppelsechsen angeht. Und wen man, glaube ich, auch total positiv erwähnen muss, nachdem wir ihn ja schon hier ein bisschen gescholten hatten zuletzt, Marc Uth. Ja. Ist leider gar nicht in dieser Verlosung gewesen. FC macht ja immer hier Mann des Matches, Man of the Match. Nach dem Spieltag, da war er gar nicht nominiert, was ich echt befremdlich finde. Der hat jetzt in 2 Spielen 6 Tore entweder vorbereitet oder vorbereitet, also den vorletzten Pass gespielt. Das ist schon eine richtig, richtig gute Quote von ihm im Moment gerade. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war so ein Spiel, wo es mir schwerfällt, einen Spieler tatsächlich nicht rauszuheben. Also da war ja keiner, wo ich sagen könnte, der ist jetzt massiv abgefallen. Also das war ein rundherum gutes Spiel der Truppe. Und wie gesagt, für mich ist definitiv Marc Uth auch einer der Spieler des Spiels und auch so der Spieler, der gefühlt jetzt tatsächlich so richtig in Schwung kommt. Und ich muss auch sagen, Florian Kainz hat auch tatsächlich, das war wieder ein richtig gutes Florian Kainz-Spiel. Bei dem habe ich auch irgendwie ja mal gedacht, so ja, fängt der jetzt wieder an, so ein bisschen zu schwächeln, aber das Spiel war jetzt sicherlich auch eins seiner besseren, das muss man auch sagen. Was ja tatsächlich bei uns eher selten ist, dass jemand seinen Vertrag verlängert und danach dann gute Leistungen zeigt. Ne? Also muss man ihm auch ein bisschen Respekt für zollen. Es gab ja wohl auch eine Aussprache zwischen Kainz und Baumgart unter der Woche, hat man jetzt gehört. Ne? Also ich will nicht sagen, dass ihm die Leviten gelesen worden sind vom Trainer, aber er wurde zumindest mal in die Kabine des Trainers gebeten. Was da besprochen wurde, wurde natürlich nicht nach außen kommuniziert. Aber ich vermute, dass Baumgart schon gesagt hat, hier Junge, für den Endspurt brauchen wir dich und spielen wir wieder einen anderen Stiefel. Und das hat er jetzt, glaube ich, im Derby eindrucksvoll getan. Ja, aber das ist doch auch wiederum die Qualität, die wir aktuell an Steffen Baumgart sehen, dass der halt keinen Spieler verloren gibt. Also du hättest jetzt wunderbar
Florian Kainz irgendwie in die zweite Reihe schicken können. Nein, der nimmt sich den zur Brust wahrscheinlich und sagt ihm so, wir brauchen dich und gib jetzt wieder Vollgas und ich zähle auf dich. Und die Spieler zahlen es ja auch dann mit Spielen zurück. Und ich glaube, das ist halt auch das, was uns, glaube ich, aktuell auch sehr viel weiterhilft. Und also ich habe einfach das Gefühl, beim FC stimmt es aktuell auch wieder mannschaftsintern. Also du hörst einfach, weiß ich nicht, Modest feiert seinen Geburtstag, lädt die gesamte Mannschaft ein und alle kommen. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich mal getippt, dass letztes Jahr vielleicht ein Drittel gekommen wäre, weil wir gefühlt irgendwie da immer so Trüppchen hatten, die so für sich waren und irgendwie habe ich das Gefühl, da steht jetzt wieder eine richtige Einheit auf dem Platz. Und ich finde auch, das hat so diese Europacup-Peter-Stöger-Saison-Vibes, wo irgendwie alles am Ende irgendwie zusammenfließt, irgendwie gute Stimmung im Kader herrscht, der Trainer sein Übriges dazu tut und ich kann mich da so ein bisschen zurückerinnern, positiv. Ja, da hast du einen guten Punkt. Also letzte Saison würde ich auch sagen, da wäre vielleicht nur Horst Held gekommen, hätte dem Alkohol weggetrunken und wäre dann wieder gegangen. Ich feiere auch in 3 Wochen meinen Geburtstag. Die ganze Mannschaft ist auch eingeladen. Bin mal gespannt, ob die auch alle kommen. Ne, FC, weißt du Bescheid? Einmal nach Hamburg und zurück. Mit dem Mannschaftsbus. Zug. Wir sind ja umweltbewusst. Was ich auf jeden Fall auch wichtig finde, ist, selbst so Leute wie Louis Schaub, der ja nach eigener Aussage uns verlassen wird wahrscheinlich, ne, der hat ja gesagt, hier, auf mich kam keiner zu, kommt rein, kommt ins Derby rein und zerreißt sich nochmal für die Mannschaft. Und das finde ich halt echt gut, echt eine große Stärke. Und das hätte es wirklich in der Vergangenheit nicht immer so gegeben, dass ein, ich sag mal, abgeschriebener Reservespieler da nochmal reinkommt und Vollgas gibt. Ja, und das spricht für den Steffen Baumgart, muss man sagen. Und du hast Peter Stöger erwähnt und ich habe gestern den Stöger bei Sky 90 gehört und er hat eigentlich gesagt, ja, wenn man vergleichen will, so kann man, also Steffen Baumgart und Peter Stöger nicht so gut vergleichen, also andere Typen sozusagen, aber man spürt, dass die beiden also etwas gemeinsam haben, dass sie den Respekt haben. Also wenn man die ganze Mannschaft, die ganze Truppe anschaut und analysiert, so kann man spüren, dass auch wenn Stöger ein bisschen leise ist im Vergleich mit Steffen Baumgart, also wir sind alle leise im Vergleich mit Steffen Baumgart, so gibt's was gemeinsam und drei oder 4 Jahre lang hatten wir dieses Gefühl gar nicht, was Köln angeht, aber jetzt ist alles in Butter mit Baumgart und durch Schaub hat eine Rolle gespielt und das hat mir imponiert, also am Ende des Spiels, auch wenn also Köln gewinnen würde, so hat man nie aufgegeben und es war auch wichtig und auch interessant, das zu sehen, was Schaub angeht. Und vor allen Dingen muss man sagen, Baumgart hat ja das, was Stöger geschafft hat, in Rekordzeit geschafft. Ja. Stöger hat ja 4-5 Jahre Aufbauarbeit betreiben müssen, bis die Mannschaft so weit war, Platz 6 damals dann anzugreifen. Und hat da ganz viel Umbaumaßnahmen erstmal einleiten müssen. Und Baumgart kommt hier hin und sofort innerhalb von 2 Spielen ist das plötzlich eine Baumgart-Mannschaft. Obwohl die Spieler ja fast dieselben sind wie letztes Jahr, ne, bis auf wenige Veränderungen und inzwischen seit dem Winter noch mal ein paar mehr. Aber trotzdem hat er in Rekordzeit den ganzen Laden irgendwie umgekrempelt, das ganze Umfeld auch wieder aus dieser Lethargie befreit und aus diesem Unzufriedensein und sofort so ein Feuer entfacht. Das ist schon extrem bemerkenswert. Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie positiv aktuell auch tatsächlich diese Stimmung um den FC ist. Und Steffen Baumgart hat irgendwie was in diesem Verein bewirkt, weil, wie gesagt, wenn man mal tatsächlich sieht, wie schnell auch unsere Neuzugänge integriert sind, also das ist ja teilweise schon beängstigend, wie schnell so ein Ljubicic tatsächlich nach so einer, weil man sagt ja immer, Mensch, wenn die aus einer anderen Liga wechseln, die müssen sich akklimatisieren,
Also ich glaube, Ljubicic ist irgendwie seit dem 7., 8. Spieltag fast immer Teil der ersten Elf gewesen oder zumindest immer einer von denen, die immer eingewechselt worden sind. Und das ist schon beängstigend. Luca Kilian, Timo Hübers, Marvin Schwäbe, das ist ja tatsächlich positiv beeindruckend. Und vor allem Ljubicic ja nicht mal auf seiner Paradeposition. Genau, ne? Ja. Der hätte ja vorher auch nicht gedacht, dass er bei uns rechter Flügelspieler spielen würde, wenn du ihn vorher gefahrt hättest. Und dann in der Funktion auch noch 2 Tore gegen Gladbach schießt, ne? Tatsächlich. Also ja. Wirklich beeindruckend. Ja, es läuft, ich glaube einfach, man muss sagen, es läuft einfach gerade und das macht natürlich dann vieles aus, ne? Ja, der Flow ist auf unserer Seite, auf jeden Fall. Wir sollten im Derby auch noch positiv hervorheben. Modest hat wieder getroffen, ja. Nach jetzt ein paar Spielen ohne Tor, wo er aber trotzdem durch Assists und andere wichtige Blocken und sowas trotzdem seinen Beitrag zum Erfolg geliefert hat. Aber jetzt natürlich auch wieder so ein wichtiges 1-0. Und ich weiß noch, dass die Yvonne im letzten Podcast bei uns, die Polyvalenz, also @Polyvalenz auf Twitter, hat ja gesagt, Gladbach ist so eine Mannschaft, die tut sich schwer damit, sich gegen Widerstände aufzubäumen. Die bricht gerne mal zusammen, wenn es nicht nach Plan läuft. Und da ist ja so ein frühes 1-0 umso wichtiger, wenn eine Mannschaft so drauf ist, ne? Ja, das war entscheidend, so früh im Derby ein Tor zu schießen und durch Modest und also Klasse von Modest, muss man sagen. Und das bemerkt man eigentlich mit dieser Mannschaft aus Gladbach momentan. Vom Selbstvertrauen her ist nicht da, wenn etwas schief läuft. Und so war es in der ersten Halbzeit. Und alles so kompakt und mutig, das ist vielleicht das wichtige Wort für den FC momentan. Alles ist sehr mutig unter Steffen Baumgart. Und man spürt also im Vergleich mit den letzten 2-3 Jahren, dass die Spieler eigentlich glauben, dass sie es tun können. Und es hilft natürlich, wenn man so früh im Derby ein Tor erzielen kann, in diesem Fall durch Modest. Und man hatte eigentlich nie das Gefühl, dass die Gladbacher etwas anbieten könnten in diesem Spiel. Was auch, glaube ich, der große Unterschied zu letztem Jahr ist, da hätten wir das 1-0 geschossen und hätten uns sofort mit Mann und Maus hinten reingestellt und irgendwie gehofft, die Saison jetzt zu überleben, die nächsten 90 Minuten oder 80 Minuten. Und jetzt haben wir einfach weitergespielt. Wir haben aufs 2-0 gespielt, wir haben nach dem 2-0 noch aufs 3-0 gespielt, wir haben sogar noch aufs 4-0 gespielt, das er leider nicht mehr gefallen ist. Aber wir haben einfach nicht aufgehört zu spielen. Wir sind weiter mutig geblieben, haben die extrem früh angelaufen, damit kamen die auch gar nicht zurecht. Ich denke an diesen Fehlpass von Matthias Ginter, hier Nationalspieler und selbsternannter Bayern-Neuzugang, spielt dann so einen Pass, so weitestgehend unbedrängt. Wir haben es irgendwie geschafft, in deren Köpfe reinzukommen, bei den Gladbachern. Und das hast du halt gemerkt. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube halt auch einfach, weil wir einfach sehr, sehr giftig waren. Also wir haben viele zweite Bälle geholt. Und ich glaube, wenn Gladbach ist hier eine Mannschaft, die darfst du nicht in das Spiel kommen lassen. Die haben, wenn die einmal loslegen können, haben die durchaus Qualität. Aber also A, sind wir einmal mindestens 5, also wir sind knapp 5 Kilometer mehr gelaufen als Gladbach. Boah. Und okay. Krass, wusste ich gar nicht. Aber also 115,65 zu 120 Kilometer. Und wir hatten ja vorhin einmal so Wolfsburg angesprochen. Also wenn man überlegt, dass Wolfsburg unter 100 Kilometer gelaufen ist im Spiel gegen Dortmund. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja, das kannst du ja tatsächlich mal gegenüberlegen und dann siehst du, also das ist natürlich auch eine Qualität. Und wir haben die Zweikampfquote 52 zu 48 ist relativ ausgeglichen, aber wir haben halt, glaube ich, gefühlt die richtigen Zweikämpfe gewonnen. Ja, zum Beispiel den vor dem, war das 2-0, wo Florian Kainz mit dem hohen Bein gegen Ginter, oder schon das 3-0? Das war das 3-0. Was sagt ihr denn dazu? Hätte man das abpfeifen müssen oder geht das gerade noch durch? Also für mich ist es kein Foul. Also beide gehen mit einem ausgestreckten Bein Richtung Ball. Und Kainz ist eher am Ball als Ginter. Und dann rauscht Ginter in den Fuß oder Kainz auf den Fuß von Ginter. Das ist für mich kein Foul. Ja, wir sind uns einig. Ich bin derselben Meinung. Ich habe es 2-3 Mal angeschaut und ja, viele Leute werden sagen, das ist ein Foul, aber
man muss also das Erlaubnis haben, sowas zu tun. Und ja, für mich war das völlig in Ordnung. Und Colinas Erben habe ich ein bisschen gelesen. Und normalerweise ja, wollen wir genau sehen, was Colinas Erben sagt. Und ja, die Meinung, also unter den Schiedsrichtern scheint zu sein, dass das in Ordnung, das in Ordnung war. Für mich auch. Scheint der aktuellen Regelauslegung zu folgen. Was man aber auch sagen muss diese Saison, ich glaube, ein Baustein ist auch, so 50-50-Entscheidungen fallen dieses Jahr tendenziell eher zu unseren Gunsten aus. Das war ja in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall. Das stimmt, gefühlt ja, da gebe ich dir recht. Also ich sage jetzt mal, wäre das Gegentor gewesen, hätte ich natürlich gesagt, ja, klares Foul. Aber also ich habe ja tatsächlich auch ein paar Gladbach-Fans in meinem Freundes-Familienkreis. Und selbst die haben gesagt, naja, also der Ginter geht ja genauso gut mit dem gestreckten Bein da rein und mit der offenen Sohle. Also das ist so, als wenn zwei Leute mit dem Kopf irgendwo hingehen, mit dem Kopf gegeneinander rasten, dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, wer war denn mit dem Kopf zuerst am Ball? Also, und wie gesagt, es kommt noch dazu, keins ist zu, also auch wenn nur eine Millisekunde, aber eine Millisekunde vorher am Ball spielt den Ball, dann kommt es zu der Berührung. Und Ginter kommt von der Seite, also ich weiß gar nicht, ob keins den überhaupt sieht. Und ja, natürlich bitter, dass Ginter sich dann auch noch so verletzt, dass er ausgewechselt werden muss. Und daraus dann auch noch ein Tor resultiert, aber ich glaube, das passt halt einfach, also dieses Tor passt zu dem Spieler Gladbach am Wochenende. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das 2-0 eigentlich viel beeindruckender, dieser Hackenpass von Kainz. Dann wird der Ball irgendwie von Özcan, also Özcan macht so einen Wackler, schiebt den raus, dann läuft Uth ein und dann habe ich schon gedacht, so jetzt komm, jetzt haut der Uth den wieder aus spitzestem Winkel voll auf Jan Sommer und es gibt maximal eine Ecke und stehen 6 Gladbacher im Strafraum. Und da stehen 3 Kölner, also Uth, Modest und halt Florian Kainz. Und Florian Kainz hat gefühlt 2 Meter um sich herum kein Gegenspieler. Das ist so schlecht verteidigt. Das ist dieses typische Gladbacher Ding diese Saison. Der Rückraum ist Lava. Ne? Genau. Die decken ihren Rückraum nicht. Die haben mal ein Spiel gehabt, ich glaube gegen Stuttgart. Da haben die 2-0 geführt und dann noch das 2-2 oder ich glaube sogar 3-2 oder so kassiert. Genauso. Alle 6 auf einer Linie und keiner deckt den Rückraum. Und da muss man sich, glaube ich, als Gladbacher schon mal fragen, warum man aus seinen Fehlern da nicht lernen kann und es nicht schafft, den Rückraum irgendwie zuzumachen. Ja. Ja, und der Adi Hütter also wirkte schockiert und aber ich verstehe nicht so gut, warum das so ist. Wir haben das so oft in dieser Saison gesehen und ja, der FC war einfach zu, also fließend könnte man sagen und also von der Bewegung her war alles fast perfekt, kompakt und beim zweiten Tor einfach zu schnell für die Gladbacher. Ja, definitiv. Ich habe auch gedacht, na, jetzt hat der Uth den Moment zum Abspiel wieder verpasst. Jetzt ist schon wieder der beste Moment schon vorbei. Und dann spielt er den ja quasi No-Look in den Rückraum, wo halt keins dann steht. Das sind auch so einfach studierte Mechanismen. Ne? Da wird halt genau gesagt, wenn einer an der Grundlinie ist, muss einer an den anderen Pfosten gehen. Der nächste muss in den Rückraum gehen und sich da anbieten. Und ihr müsst alle damit rechnen, dass ihr den Ball kriegt und nicht irgendwie schon abschalten, sondern immer auf Sendung bleiben, immer online bleiben, damit ihr reagieren könnt, wenn der Ball kommt. Das macht keins ja dann. Und ja, insofern, wunderbarer Spielzug. Ist vollkommen zu Recht für das 2-0. Ja, und ich meine, du hast natürlich dann auch einen Modest. Also Ginter bleibt komplett bei Modest stehen, was auch komplett richtig ist. Weil den kannst du ja auch nicht ungedeckt da stehen lassen. Aber alle anderen 5 Gladbacher laufen halt wie in der EU. Einmal so stumpf Richtung Ball und gucken nicht, was in ihrem Rücken passiert. Und ja, gut, das ist dann natürlich dann auch, also tatsächlich gut gemacht von Uth, dass er da den Pass auch genau im richtigen Moment in die Gasse spielt. Ja, und Kainz, Florian Kainz behält dann die Ruhe und schiebt dann gut ins Tor. Also das war von vorne bis hinten ein super Angriff. Und auch da sieht man wieder, die Anwesenheit eines Stürmers verändert die Statik von so einem Spiel, ne?
letztes Jahr habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wo wir ohne Stürmer gespielt haben, wo André Duda da den Keilstürmer geben musste, hätte er eben nicht da vorne gestanden und Ginter wäre dann wahrscheinlich frei gewesen und hätte den Rückraum sichern können, weil der ja mit dem Gesicht zum Feld stand. Ja, das ist halt der Unterschied, ob da ein Stoßstürmer steht oder eben nicht. Das stimmt, ja. Sieht man ja wunderbar gerade auf europäischer Ebene, was für einen Unterschied Benzema bei Real Madrid zum Beispiel macht, mit seinen 37 Jahren oder wie alt er sein mag. Also das ist so, ne? Du brauchst immer den einen großen, kräftigen Typen vorne drin, der auch mal einbinden kann, einen Abwehrspieler. Habt ihr in der zweiten Halbzeit irgendwann mal das Gefühl gehabt, jetzt könnte das Spiel nochmal kippen? Also ehrlicherweise, nach dem Tor in der 85. Minute, habe ich 2 Minuten kurz gezittert. Also das typische FC-Zittern. So, oje, bitte nicht. Aber ich hatte jetzt nach dem 3-1 nicht das Gefühl, dass da irgendwas kam. Also ja. Da war nicht dieses Aufbäumen, oje, komm und jetzt machen wir doch da 2-3. Und wie gesagt, wir kennen alle den FC und ich meine, wenn man tatsächlich auch noch mal sagt, eigentlich hätten wir noch das 4 respektive 5-1 machen müssen. Weil Lemperle und auch Schaub lassen da ja in der letzten oder in der Nachspielzeit ja doch noch 2 Dinger liegen. Aber ich hatte tatsächlich während der ganzen zweiten Halbzeit nicht einmal das Gefühl, als ob die Gladbacher das Spiel noch kippen. Und wir haben auch gesehen, also dass die Gladbacher Fans das Stadion verlassen wollten, also nicht das ganze Stadion, aber jedoch eine Menge. Und nein, ich hatte nie das Gefühl, dass etwas schief läuft. Und ja, wie gesagt, also Chancen von Lemperle und Schaub. Und ja, das war eine hervorragende Leistung vom FC. Es gibt natürlich auch wieder hier so ein paar Szenen wie im Hinspiel, wenn die ein bisschen anders laufen, kann so ein Spiel auch kippen. Also hier, ich glaube, das war das Neuhaus, oder wer war das? Oder Hofmann. Hofmann, der so ganz knapp am linken Pfosten vorbeischiebt in der ersten Halbzeit irgendwann. Ne? Das sind so Szenen, wo du denkst, ja, wenn er den reinmacht, dann hast du ein ganz anderes Spiel plötzlich. Dann ist auch das Gladbacher Stadion nochmal ganz anders da. Das war im Hinspiel schon ganz ähnlich, so dass die auch viele so knappe Chancen hatten. Die haben auch keinen schlechten XG gehabt. Ne? Also der Expected Goals-Wert war irgendwie fast ausgeglichen, gefühlt so, zwischen Köln und Gladbach. Aber du musst ja halt machen, die Dinger. Und das ist halt das, was wir die ganze Saison noch nicht so richtig hatten, was jetzt langsam kommt. Wir werden effizient. Wir machen aus wenig Chancen oder aus ersten Chancen direkt die Tore. Das, was uns zum Beispiel gegen Dortmund oder so halt noch gefehlt hat, das ist in den letzten beiden Spielen jetzt viel besser gewesen, wo man vielleicht auch merkt, jetzt ist die Konzentration noch mal ein bisschen höher. Und vielleicht hat's ja auch geholfen, dass Steffen Baumgart vor dem Spiel gegen Gladbach ganz klar gesagt hat, jetzt wollen wir nach Europa. Fandet ihr die Ansage richtig von ihm, dass er gesagt hat, hier Europa? Ich habe gedacht, oh, hoffentlich fliegt uns das nicht um die Ohren, weil ich stelle mir gerade vor, wir treffen diese Aussage und verlieren das Derby 4-0 oder 3-1 umgekehrt. Dann fliegt einem die Aussage postwendend um die Ohren. Ich muss aber sagen, ich finde die Aussage komplett richtig, weil wir haben zu dem Zeitpunkt 43 Punkte, stehen auf Rang 8, sind definitiv, können nicht mehr absteigen. Und was willst du denn dann als Ziel ausrufen? Ja, wir spielen jetzt die Saison zu Ende? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür ist die Chance noch greifbar. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie 39 Punkte gehabt hätten und es wären irgendwie 7-8 Punkte zum Europa League Platz. Ich glaube, dann hätte man es vielleicht nicht gemacht, aber mit der Chance, ich glaube, dafür ist die Stimmung einfach im gesamten Verein aktuell zu gut, um diese Chance nicht vielleicht auszunutzen. Und ich finde es auch vollkommen legitim und richtig. Weil wenn wir es nicht schaffen sollten, ja, dann ist es so. Wenn wir am Ende Achter werden, weil Hoffenheim, Union und wer auch immer, also ne, wahrscheinlich wird dann ja nur Hoffenheim vor uns landen, weil ich glaube tatsächlich, dass Mainz und Frankfurt dafür schon mittlerweile mit 7 Punkten zu weit weg sind von uns. Das heißt, es wird dann irgendwie auf, ich sag mal, die Dreierkonstellation Union Berlin, uns und die TSG Hoffenheim hinauslaufen. Und da werden von, ich sag jetzt mal, vielleicht 2 Plätze noch ausgespielt, weil Stand jetzt wissen wir ja auch nicht, ob Platz 7 reicht.
Und ja. Ja, wir werden morgen einen Schritt näher an die Wahrheit kommen, ob das reichen wird oder nicht. Was sagt ihr? Der HSV spielt zu Hause gegen Freiburg. Wer kommt ins Pokalfinale? Also, weißt du, es wäre ja so typisch, ne, wenn das nachher Union, Berlin und der HSV wären. Also, weil. Und wir Union dann überholen und Siebter werden, Union wird Achter und dann ist alles egal. Ja, wir müssten ja dann Sechster werden. Also um sicher in die Europa League zu kommen, müssten wir dann Sechster werden. Ich habe gerade den Worst Case skizziert. Ja, das klar. Also das wäre natürlich wirklich Worst Case. Wir sind Siebter, Union wird Achter und gewinnt den DFB-Pokal. Ja, dann Happy Days, dann sind wir so nah dran, tatsächlich gescheitert. Aber wir haben es ja in der eigenen Hand. Also Union Berlin ist einen Punkt und ein Tor besser als wir aktuell. Und ich kenne jetzt ehrlicherweise nicht das Restprogramm. Ich gucke es mir nämlich jetzt einmal an. Und wir spielen jetzt erstmal gegen Leipzig im Pokal und dann zu Hause in der Liga nochmal in Leipzig. Also zwei direkte Duelle gegen die Leipziger. Dann spielen die gegen Greuther Fürth, gegen Freiburg und gegen Bochum. Ja. Das heißt, die haben ein Spiel, wo du sagst, das gewinnen sie auf jeden Fall, Greuther Fürth. Und die anderen Spiele sind alle so, naja, also gegen Leipzig muss sich schon strecken, um zu gewinnen. Die anderen beiden sind 50-50 Spiele, würde ich sagen. Ja, ich sag mal, Greuther Fürth ist vielleicht tatsächlich noch das Freilos am 32. Ist das in Fürth oder in Union? Bei Union. Ah, okay. Ja, gut. Und danach spielen die gegen Freiburg und gegen Bochum. Weil man sagen muss, auch Hoffenheim dachte, dass Fürth ein Freilos wäre, ne? In Hoffenheim. Ja, ich auch. Also ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, ich habe auch gesagt, ich habe es, glaube ich, sogar in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Oh ja, die haben ja Freilos Fürth. Danke nochmal nach Fürth. Ja, vielen Dank, genau. Präsentkorb ist unterwegs. Also ich glaube tatsächlich, dass Hoffenheim von allen Teams das schwerste Los hat. Die spielen jetzt noch gegen Frankfurt, gegen Freiburg, gegen Leverkusen und gegen Gladbach. Ja, das von Union finde ich aber auch nicht ohne. Ne? Leipzig und noch Pokal zwischendurch. Ja, das und jeweils auswärts. Klar, also das kann die natürlich rauskicken. Vor allem die spielen innerhalb von 4 Tagen zweimal in Leipzig, also am Mittwoch und dann am Samstag. Das kann die natürlich da rauskegeln. Aber es kann natürlich auch genau andersrum kommen, dass die Leipziger rauskegeln. Also ich glaube schon, dass die Leipziger dafür den besseren Kader haben. Aber in erster Linie müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen, so gut es geht. Und auch, wir kennen doch alle den FC. Wir spielen jetzt gegen Bielefeld, gegen Augsburg. Es ist vorprogrammiert, dass wir da irgendwo verlieren werden. Ja, Augsburg. Spätestens Augsburg. Ich will es gar nicht beschreien, aber ich... Nee. Ich finde nämlich unser Restprogramm auch nicht einfach, weil die ja alle noch Punkte brauchen. Ne? Die werden ja alle, also Augsburg, zumindest Bielefeld, zumindest Stuttgart, werden noch Punkte brauchen. Augsburg weiß man nicht, ob die bis dahin vielleicht durch sind, aber die kämpfen, kratzen, beißen ums Überleben. Also ich würde mal sagen, Wolfsburg... Es steht und fällt damit halt, also wir haben es selber in der Hand. Wir haben das mit Wolfsburg selber in der Hand. Weil wenn wir gegen Bielefeld gewinnen sollten, dann hat Wolfsburg, warte mal, ich rechne mal eben, 8 Punkte Vorsprung, selbst wenn sie nicht punkten. Ja, das sollte reichen. Das stimmt. Das Problem ist immer, also wenn wir solche Spiele analysieren im Voraus, so denken wir, dass also dieses Spiel einfach ist und dann das nächste Spiel ein bisschen schwieriger sein kann. Aber es ist nie der Fall, ne? Es ist immer so, also Köln-Bielefeld, das kann kompliziert sein. Augsburg-Köln, das kann vielleicht einfacher sein. Man weiß einfach nie. Aber zum Thema Baumgart und Europa, für mich ist es eigentlich richtig, dass er das sagt. Es muss ein bisschen Feuer drin sein. Und Christian Streich zum Beispiel, er neigt das nicht zu sagen. Also er bevorzugt es, wenn er einfach Europa gar nie
erwähnt. Aber für Köln als Herausforderer, und das ist momentan so, als Herausforderer, ja, finde ich es in Ordnung zu sagen, ja, es gibt was Wichtiges hier und wir müssen einfach bereit sein, die Spiele zu gewinnen. Und das hat der Baumgart gemacht. Ich finde es auch, genau. Ich finde es genau richtig. Das sind ja alles Profisportler. Das heißt, die werden ja mehr Ehrgeiz haben als der normale Durchschnittsmensch. Das wirst du gar nicht als Profifußballer. Und als ehrgeiziger Mensch, als Wettbewerbsspieler, brauchst du immer ein Ziel vor Augen. Und was will man denen sagen? Also, du kannst ja nicht sagen, unser Ziel ist jetzt in der Fairplay-Tabelle Erster zu werden oder habt eine gute Zeit und genießt die letzten 4 Tage bei Sonnenschein oder so. Du musst ja irgendein Ziel ausgeben. Wenn du auf Platz 11 wärst, dann wäre das Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen und so weiter. Ja. Und wenn du auf Platz 7 bist, ist ja wohl das Mindestziel, Platz 7 zu verteidigen, in der Hoffnung, dass der halt dann reicht. Und das Maximalziel eben noch 1 bis 2 Plätze nach oben zu klettern, um was ganz Großes zu schaffen. Wie gesagt, ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass es war genau das Richtige zur genau richtigen Zeit, weil nochmal, ich glaube halt, dass man hat es doch auch nach dem Mainz-Spiel bei Marc Uth gehört. Also, das ist doch auch mannschaftsintern ein Thema. Da sagt doch auch keiner, ja, nee, also der Trainer hat jetzt gesagt, wir dürfen nicht drüber sprechen. Also, ich glaube halt, dass das logischerweise ein Thema ist und was ich auch völlig zu Recht finde. Und ich glaube halt, dass Baumgart genau das Richtige gemacht hat. Man hat gesagt, okay, alles klar, wir setzen da jetzt alles dran. Das ist jetzt unser nächstes Ziel. Wir haben das wichtigste Ziel geschafft. Und jetzt wollen wir gucken, ob wir uns da nochmal eine Krone aufsetzen. Und das, wie gesagt, wir haben es in der eigenen Hand. Und wir können jetzt mit den letzten 4 Spielen, also wir haben ja auch gesagt, oh, gegen Mainz wird kritisch, oh, das Derby wird kritisch. Ja, haben wir beide gewonnen und rein theoretisch können wir auch die anderen 4 Spiele alle gewinnen. Ja, gut, also 6 Spiele in Folge gewinnen, das wäre dann eine Meistersaison. Das hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Bayern das überhaupt schon mal geschafft haben, 6 Spiele in Folge zu gewinnen. Vielleicht in der Guardiola-Zeit, keine Ahnung. Also das ist vielleicht ein bisschen sehr vermessen. Aber was sagt ihr denn? Wir haben jetzt noch 4 Spiele und die Gegner sind bekannt. Ich sag's noch mal, Bielefeld, Augsburg, Wolfsburg, Stuttgart. Wie viele Punkte holen wir aus diesen 4 Spielen? Ich tippe auf 9 Punkte alles zusammen. Über oder unter bieten Sie? Realistisch bin ich bei 8. 8, also 2 Siege, 2 Unentschieden. Ja. Sieg gegen Bielefeld, Augsburg, ja. Unentschieden Wolfsburg und Sieg Stuttgart. Ja. In der Hinrunde waren es 7 Punkte, ne, die wir da geholt haben, weil wir gegen Augsburg verloren haben, gegen Bielefeld unentschieden gespielt haben und die beiden letzten Spiele gewonnen haben. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen verschieben, dass wir gegen Bielefeld gewinnen. Ja, gegen Augsburg sehe ich leider immer noch nicht so ganz das große Saisonhighlight kommen. Und dann spielen wir einmal noch unentschieden und gewinnen noch einmal. Dann wären wir auch wieder bei 7 Punkten. Also ich glaube, in der Kante wird's. So zwischen 7 und 9 Punkte haben jetzt alle gesagt. Ich denke, das reicht aber. Ich nicht glaube, dass Union gegen Leipzig und gegen Freiburg gewinnen wird. Und dann haben sie automatisch keine 7 Punkte mehr. Ja, also ja. Vor allem, ich glaube halt, was halt uns tatsächlich in die Karten spielen kann, ist, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, Union fliegt aus dem Pokal raus, verliert am Samstag gegen Leipzig und Hoffenheim spielt am Samstag gegen Eintracht Frankfurt, in Frankfurt. Und wenn wir gegen Bielefeld gewinnen sollten, stehen wir am 31. Spieltag vor den beiden. Das ist halt auch dieser Faktor, dass du einfach vorlegen kannst und dass du da erstmal verdrängt werden musst. Also dieser psychologische Vorteil, den darf man vielleicht auch nicht außer Acht lassen. Und ich weiß nicht, wie abgezockt die Unioner und die Hoffenheimer jetzt noch sind. Also ich glaube, wir sind das Team, was da am wenigsten zu verlieren hat. Also ja, auch Union hätte man jetzt sicherlich nicht so eine Saison nochmal zugetraut. Richtig. Aber tendenziell schon eher als uns. Ja, die sind ja schon fast der Platzhalter da auf Platz 6, ne?
weil sie ja schon mal geschafft haben, Europa zu erreichen. Übrigens auch am letzten Spieltag mit der letzten Aktion von Max Kruse damals noch. Also man muss bis zuletzt auch dran glauben. Und mein Hot-Take wäre auch, dass Freiburg jetzt nicht gegen Gladbach gewinnen wird am nächsten Spieltag. Mhm. Weil die Gladbacher müssen jetzt ja eine Reaktion zeigen. Die können sich ja nicht erlauben, jetzt nach so einem Derby dahin zu gehen und wieder so ein Larifari-Schnulli-Bulli-Auftritt hinzulegen. Wenn die irgendwie noch in den Spiegel gucken wollen, müssen die da alles raushauen und werden dann, glaube ich, ganz, ganz anders auftreten als gegen uns. Ja, also Freiburg, also das Freiburger Restprogramm, da haben wir jetzt ja noch gar nicht drauf geguckt, ist natürlich tatsächlich auch schon heftig. Also jetzt morgen gegen den HSV, wo ich hoffe, dass die Freiburger gewinnen werden. Ja, werden sie nicht, aber ja. Dann am Samstag gegen Gladbach, dann gegen Hoffenheim, dann gegen Union und dann gegen Leverkusen. Ja, aber dann hörst du auch, da spielen noch richtig viele gegeneinander von da oben. Ne? Genau, also die Freiburger können tatsächlich vielleicht auch die unsere Königsmacher sein, weil die nehmen sich da alle, also die drei Teams nehmen sich da schön gegenseitig die Punkte weg. Und ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn wir einen oder zwei Punkte mehr holen als, wir müssten noch nicht mal mehr holen als Union. Wir müssen ja eigentlich im Prinzip nur diesen Hoffenheim uns vom Leib halten und Freiburg muss, ja, das ist, wie gesagt, es ist, ich rechne das vielleicht mal bis zur nächsten Podcast-Aufnahme durch, welche Konstellationen es überall gibt und das ist, wird sehr, sehr spannend, aber wie gesagt, ich sehe das tatsächlich sehr positiv. Ja, ich sehe das ähnlich. Wie gesagt, wenn Köln 9 Punkte abholen kann, ja, das ist nicht so einfach, aber dann wäre das was 55 Punkte alles zusammen. Freiburg momentan mit 51. Also kann man sehen vielleicht, dass Freiburg 3 oder 4 Punkte in den letzten 4 Spielen abholt. Ja, das ist möglich. Unwahrscheinlich vielleicht 3 oder 4, vielleicht 5 oder 6, aber ja, es bleibt möglich und auf jeden Fall möglich, dass Köln also besser als Union spielt in den nächsten 4 Spielen. Also schauen wir mal. Wir werden es wissen oder erfahren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir müssen natürlich auch ein bisschen das Pokal-Halbfinale im Auge behalten, wer und wie da gewinnt und ob Platz 7 dann reichen wird oder nicht. Vielleicht wissen wir schon am Mittwoch, ob er definitiv reichen wird. Das wird man dann ja sehen, wenn Freiburg und Leipzig aller Wahrscheinlichkeit nach ins Finale einziehen. Ich tippe ja weiter auf den HSV. Ich glaube nämlich, dass Freiburg gar nicht weiß, wie zynischen Zweitliga-Fußball der HSV spielt und sich da gar nicht drauf einstellen kann, dass die so wenig Interesse daran haben, am Spiel teilzunehmen, sich auch im Heimspiel hinten reinstellen werden. Mhm. Und dann trifft vorne in der 113. Minute Robert Glatzel zum 1-0 per Kopf nach Ecke oder sowas. So wird das kommen. Bin gespannt. Also wir werden es am Mittwoch ein Stückchen mehr wissen. Jetzt haben wir das Derby schon so ein bisschen verlassen. Müssen wir noch irgendwas erwähnen? Haben wir irgendwem noch nicht genug Gerechtigkeit zuteil werden lassen? Müssen wir irgendwas noch nachreichen? Nö. Also ich glaube, das war ein rundrum guter Tag von, ich sage jetzt mal, allen Spielern bei uns auf dem Platz. Also ich möchte da auch kein Negativ irgendwie hervorheben. Gibt's ich schon. Nicht. Ich schon. Einer hat mir nicht gefallen. Wisst ihr, wen ich jetzt sagen werde? André Duda als Einwechselspieler. Aha. Okay. Ich hätte gerne, er hat ja diesen Hackentrick da versucht, der vollkommen nach hinten losgegangen ist. Ich hätte an dieser Stelle sehr gerne so einen Gegenschnitt auf Steffen Baumgarts Gesicht gesehen. Ich glaube, es wäre nicht sehr positiv gewesen, der Gesichtsausdruck. Mhm. Aber der hat mir als Einwechselspieler nicht gefallen. Man muss auch sagen, wenn man ihn und Marc Uth als Konkurrenten um die 10 sieht, ist Marc Uth ihm gerade meilenweit enteilt in den letzten beiden Spielen. Und ich glaube, da wird Duda jetzt schwer haben, die letzten 4 Spiele zu Einsätzen zu kommen. Gerade weil wir auch wissen, dass Baumgart überhaupt nicht auf dieses Hackespitze 1, 2, 3 steht. Der ist für mich der Einzige, der so ein bisschen negativ zu erwähnen ist. Ja, da gebe ich dir recht. Das habe ich tatsächlich schon wieder fast vergessen im Trubel meiner Heiterkeit. Ja. Letzter Punkt, nochmal ein kleiner Nachtrag zu Europa. Weißt du noch, wie viele Punkte wir in der Saison 2016-17 hatten für Platz 5?
Boah, ne, 53. Ne, weniger. Weniger, weniger, ja. Weniger, 51 oder so, ne? Noch weniger, 49. Oh, ja. Also uns fehlen noch drei Punkte, um die Saison einzuführen. Ja, okay. Und da waren wir Fünfter, ne? Fünfter. Mhm. Ja. Hertha auch 49 und dann Freiburg 48 und auf Platz 8 Werder Bremen mit 45. Das wird leider nicht reichen. Also nee, die reichen dieses Jahr nicht, das glaube ich auch nicht. Ja, das Hoffenheim übrigens mit 62 Punkten, ne? Die hatten 13 Punkte mehr als wir in der Saison, als Fünfter. Vierter. Krass. Vierter. Krass. Ja. Ja, mega krass. Ja, also ihr merkt, wir sind schon voll im Europapokal-Fieber. Ich muss aber auch sagen, mein Fieber wird dadurch noch bestärkt, dass ich halt so Bilder sehe wie die von vergangenem Donnerstag aus Barcelona, wo ja die Eintracht da gespielt hat. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin so unfassbar neidisch auf alle Fans der Eintracht, was die mit ihrer Mannschaft gerade erleben dürfen. Wow, also sensationelle Bilder, finde ich. Richtiges Fußballfest da in Barcelona. 30.000 waren da. Heute der Basti bei 93 hat gesagt, es wären sogar 40.000 gewesen, seiner Wahrnehmung nach. Also dann noch so ein geiles Spiel. Du gewinnst in Camp Nou, führst da 3-0. Am Ende gut 3-2, war fast schon ein bisschen zu knapp vom Ergebnis her, wenn man den Spielverlauf gesehen hat. Ich bin wirklich unfassbar neidisch. Und ich fand auch, das war ein geiles Spiel, ein geiler Abend, ein geiles Erlebnis für alle, die da waren. Ich will das auch haben. Ich will das auch haben. Ich will das hier mit Köln haben. Ich bin so fickrig darauf, dass es wieder was wird. Ah, ich kann mich kaum noch beherrschen bei dem Gedanken darin. Ja, also es hatte so ein bisschen London-Vibes für uns, ne? Also, ja, genau. Ja, aber das zeigt halt aber auch, also, dass vielleicht die Bundesliga genau solche Vereine braucht, weil du brauchst doch auch ein Aushängeschild. Und jetzt, da sind, ich sag jetzt, selbst wenn es 30 oder 40 ist, ja dann auch egal. Aber selbst wenn du sagst, es sind 30.000 Fans in Barcelona und ein paar Stunden vorher spielt Rasenballsport Leipzig in Bergamo mit 300 Gästefans. Aber es waren 700, oder? Und da war halt genug zu tun. Ja, ey, Entschuldigung, 700 Gästefans. Genauso schlecht, klar. Also vor allen Dingen, ohne Witz, ich habe das nicht mitgekriegt, ne? Ich wusste nicht, dass wir noch einen zweiten Vertreter im Europapokal haben, außer Eintracht. Ja. Weil das Spiel auch überhaupt keine Aufmerksamkeit erfahren hat. Es wurde nirgendwo in meiner Timeline erwähnt. Keiner hat darüber geredet, keiner hat es irgendwie kommentiert. Und alles war nur voll mit Eintracht. Ich konnte mein Twitter nicht aufmachen, ohne zu sehen, dass irgendwelche Videos waren von Leuten, die da über die La Rambla spazieren und da singen und so. Das war ein richtiges Ereignis. Das war quasi ein Massenereignis, irgendwie so ein gesellschaftlich relevantes Ereignis für den Teil, der halt Fußballfan ist. Und Leipzig war halt einfach nur, es war da, es existierte. Ja, viele Leute in Amerika und in Großbritannien haben mich gefragt, also woher kommt das? Also, und ich habe gesagt, es geht darum, dass Eintracht Frankfurt ein Traditionsverein ist, genauso wie Köln. Und dann kommen wir zu, also 50 plus 1, meiner Meinung nach. Und es ist wichtig, das zu betonen, wenn man erklärt, warum so viele Leute nach Barcelona fliegen wollten und konnten. Und mit Leipzig hat das nicht geklappt, nicht gepasst. Es ist eine andere Geschichte, komplett eine andere Geschichte. Und deswegen, also meiner Meinung nach, wollen wir das weiter betonen, dass 50 plus 1 also der Grundstein bleibt für Zuschauer. Und es ist kein Zufall, dass das passiert. In England also gibt's Stimmung und das kann man auch spüren, aber kein 50 plus 1. Und die Tatsache, dass die Fans auch also Mitglieder sind und Entscheidungsträger bleiben, das ist für mich sehr wichtig. Und das war eigentlich die perfekte Werbung für die Bundesliga, was wir in Barcelona von den Frankfurter Fans gesehen haben. Und es wird so bleiben. Und bei solchen Ereignissen
kann man das wirklich sehen und hoffentlich für viele Leute in allen Teilen der Welt besser verstehen, warum die Stimmung in deutschen Stadien genau so, wie es momentan ist. Und Gott sei Dank haben wir wieder Fans im Stadion. Aber Football as it's meant to be, das ist, was man in allen Teilen der Welt sagt, was die Bundesliga angeht. Und das ist mir sehr wichtig. Ich frage mich ja immer, ist es das, also die Bundesliga, also Derek, vielleicht musst du uns da mal kurz eine Info zu geben. Was ist denn, was glaubst du denn, macht die Bundesliga denn im internationalen, ich sag mal, Wettbewerb der Ligen, was ist das Alleinstellungsmerkmal, das der Unique Selling Point? Sind es tatsächlich die Fans, ist es die Stimmung? Weil der Fußball als solches kann es ja nicht sein. Die Stimmung, ja, auf jeden Fall die Stimmung. Und das bemerkt man. Es ist sehr interessant. Ich habe mit vielen in Amerika Gespräche geführt, die gesagt haben, dass sie nach England geflogen sind. Sie haben, ich weiß nicht, West Ham gesehen, Chelsea oder sowas. Aber dann sind sie nach Deutschland geflogen. Und dann haben sie etwas anders gespürt. Und also spürbar anders, also gehört zum FC, aber es kann auch zum deutschen Fußball gehören. Und ja, für mich ist es eigentlich die Stimmung. Es ist, was man im Stadion erlebt. Und man versucht so oft wie möglich, das zu kommunizieren, also bei den Bundesligaspielen. Als Kommentator versuche ich das zu tun. Aber es ist einfach besser. Und ob das total mit 50 plus 1 zu tun hat, ja, das kann man debattieren, aber es spielt eine wichtige Rolle. Und deswegen Fußball, Football as it's meant to be. Und das ist, was man auf Englisch sagt. Und es ist sehr, also es hat Genauigkeiten, wenn man eigentlich beschreiben möchte, was mit dem deutschen Fußball wichtig ist. Man eigentlich im Ausland irgendwie die Saison des FC Köln war? Ist das ein Thema oder ist das einfach nur so ein Randding? Also in London, meinst du? Also in gegen Arsenal oder in dieser Saison? In dieser Saison, ob man da irgendwie was mitkriegt von? Ja, es gibt viele Leute hier in Amerika, es gibt eigentlich Vereine sozusagen hier in Amerika, in Cincinnati, in Chicago, in Nashville, wenn ich recht habe, und sie gehören zum FC. Und viele Leute haben das mitgekriegt, dass das FC also kein normaler Verein ist. Und es geht um die Hymne, es geht um Hennes, es geht um die Geschichte, es geht um die Stimmung, es geht um die Tatsache, dass Köln einfach nicht Hoffenheim ist, zum Beispiel. Also Respekt für Hoffenheim, was am Spielfeld passiert, aber die Geschichte ist nicht da. Und das Gefühl oder das Gefühl auf gut Kölsch ist nicht so viel da. Und das spürt man. Natürlich gibt es Interesse daran, was Bayern und Dortmund angeht, also hauptsächlich, was Bayern und Dortmund angeht. Aber Köln spielt ebenfalls eine sehr wichtige Rolle als Traditionsverein. Und zurück zum Thema. Also was ist wichtig, wenn man die Bundesliga in allen Teilen der Welt anschaut? Tradition ist wichtig und das kann man also nicht kreieren, also aus dem Nichts. Entweder hat man das oder gar nicht. Ja, das ist halt, das, und ich glaube halt, dass das halt vielleicht jetzt aktuell in der aktuellen Saison ein großer Vorteil ist, weil wenn ich mir überlege, dass tatsächlich vielleicht Bielefeld, wie es aktuell ausschaut, würden Bielefeld und Fürth absteigen und aufsteigen würden Bremen und Schalke. Also es wird die Bundesliga sicherlich nicht unattraktiver machen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Schalke, Werder Bremen, Hamburg, Nürnberg auch, also Traditionsverein. Und
man muss eigentlich alles analysieren und sagen, ja, wer in der ersten Bundesliga ist, verdient da zu sein. Also die Tabelle lügt nie, hoffentlich nie. Aber ja, was Werbung angeht und Interesse angeht, ja, Schalke und Werder Bremen und Hamburg, solche Vereine sind wohl besser. Ja, ich meine, guckt euch Kaiserslautern an. Da kommen 44.000 Leute zum Drittligaspiel. Ne? Ja. 44.000. Die kriegt Leipzig nicht zu einem Europa-League-Spiel angekarrt, die Leute, nach Hause im Heimspiel. Ich bin überzeugt, wenn der FC europäisch oder international spielen würde auf der kleinsten Insel, wo kein Flugzeug hinfliegt, wo du mit einem Katamaran oder mit einem Ruderboot hinkommen musst, selbst dann kämen noch mehr als 700. Ja, genau. Und ja, das also gehört zur Stimmung und zum wichtigen Gefühl, das wir alle haben. Und deswegen, ich bin davon überzeugt, dass man immer FC-Fans in Amerika zum Beispiel, in Großbritannien sehen werden. Und das Wichtigste ist, und der Nachteil ist, dass man es eigentlich im Stadion erleben muss. Also im Fernsehen ist es sehr gut, aber im Stadion ist es einfach fantastisch. Und wenn man das zum ersten Mal erlebt, also mit dem FC, so sagt man, also jetzt muss ich zurückkommen. Also das muss einfach passieren. Und in England spüre ich das, also mit Köln und auch in Schottland. Es hilft natürlich, dass die Hymne ursprünglich aus Schottland kommt. Ich weiß nicht, ob viele Leute in Köln das genau wissen, aber das ist tatsächlich der Fall. Und ja, Köln ist immer also reizend und auch wenn die Mannschaft nicht erfolgreich ist und in den letzten 2-3 Jahren ist das nicht so viel der Fall gewesen. Aber es macht eigentlich nichts, ob Köln etwas gewinnt. Es hilft ein bisschen vielleicht. Aber es gibt da eine Geschichte und das wird weiter der Fall sein. Ja, das passt vielleicht ganz gut zu einer Hörerfrage, die uns erreicht hat. Darf man realistisch Leipzig die Daumen drücken jetzt in den beiden Spielen gegen Union? Ich meine, es würde uns ja helfen, aber man supportet da ja das Konstrukt. Ist mir so scheißegal, ne? Also in der Notfrist der Teufel fliegen. Also das ist mir so egal. Von mir aus können die auch noch Union und Hoffenheim irgendwo Punktabzug kriegen. Das ist mir so egal, wer nachher unser Königsmacher ist. Es ist mir sowas von scheißegal. Das ist mir wirklich egal. Von mir aus, ganz ehrlich, wir werden es doch nicht aufhalten. Die Frage ist doch nur, wann Leipzig irgendwann irgend so einen scheiß Pokal in die Höhe streckt. Und wenn das Leipzig ist, der den Pokal gewinnt, also wenn Leipzig gegen Freiburg im Pokalfinale stehen würde, dann würde ich nicht Leipzig die Daumen drücken. Dann ist es mir wieder egal. Dann bin ich tendenziell eher für Freiburg. Aber ganz ehrlich, wenn da tatsächlich Leipzig gegen Hamburg im Pokalfinale steht und wir sind, bei uns geht's ja darum, das Pokalfinale ist nach dem 34. Spieltag, ne? Ja, genau. Genau, ja. Also wir sind Siebter. Wir laufen am Ende des 34. Spieltags, sind Siebter. Ey, du glaubst mal, da bin ich ja kurz davor, mir ein Leipzig-Trikot zu kaufen. Du bist ein Holy Bull für den einen Spieltag. Ja, also da bin ich tatsächlich, da bin ich zu opportunistisch. Also da möchte doch, da geht es mir doch um den FC und nicht um Leipzig. Ich werde sehr traurig sein, wenn das Unvermeidbare passiert und Leipzig gegen die Eintracht im Finale in Sevilla gewinnen wird. Wir wissen alle, dass es so kommen wird, aber ich werde sehr traurig sein. Ein bisschen Hoffnung habe ich noch auf die Glasgow Rangers, dass die das verhindern können, aber naja, ich weiß es nicht. Ist ja auch ein bisschen so ein Duell der Ideologien, ne? Wenn dann wirklich Eintracht gegen Leipzig im UEFA-Pokalfinale spielen sollte. Aber du hast recht, Marco, wenn in allen Spielen, wo mir das was nützt, sollen von mir aus Union Berlin, Red Bull Leipzig, sollen von mir aus TSG Hoffenheim und selbst Gladbach die nötigen Punkte holen. Hauptsache, es ist uns opportun. Ja, sicher. Also da bin ich tatsächlich sehr, sehr schmerzbefreit und da ist mir das Hemd näher als die Hose.
Und danach bitte Lizenzentzug. Ne? Die sollen die Punkte holen und dann nächste Saison Lizenzentzug, weil sie dann doch gemerkt haben, dass sie die verarscht haben bei den Auflagen oder so. Das ist okay. Aber vorher sollen sie die Punkte holen. So. Muss man leider sagen. Ideologie ist toll, Ideale zu haben und moralisch zu sein, aber bei der Qualifikation für Europa hört der Spaß auf. So sieht's aus. Also und, tatsächlich und, ja. Bin ich da relativ schmerzbefreit. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, ich bin alt genug, leider alt genug, mich daran zu erinnern, 1980, als die Eintracht und Gladbach zusammen im Finale waren, das war im UEFA Cup und das hat für Aufregung gesorgt. Das war ein fantastisches Ereignis. Aber dieses Mal wäre es Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Wir können wohl sagen, dass 99% der Zuschauer in Deutschland hinter Frankfurt stehen würden. Ja, das glaube ich auch. Und wahrscheinlich wird Leipzig gar nicht verstehen, warum. Aber das können wir Ihnen gerne nochmal erklären, wenn Sie es verstanden haben wollen. Derek, ich habe noch eine Frage, die ich schon immer mal einem Fußballkommentator stellen wollte. Die hat aber jetzt nichts mit Köln zu tun, das ist eine allgemeine Frage. Was macht man eigentlich, wenn man ein Spiel kommentiert gegen eine Mannschaft, die man jetzt nicht so oft gesehen hat, die man kaum kennt? Also ich jetzt zum Beispiel Köln gegen Fürth oder sowas. Wie erkennt man dann die Spieler des Gegners? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dann muss man die Hausaufgaben machen. Und das mache ich eigentlich vor dem Spiel morgen Abend Hamburg gegen Freiburg im Pokal. Das mache ich für ESPN. Und Hamburg kenne ich ziemlich gut, aber in dieser Saison habe ich keine Spiele vom HSV kommentiert. Und dann muss man einfach alles studieren, also Gesichter erkennen und allerlei Dinge, also vor einem Spiel und wie man läuft zum Beispiel und normalerweise, wo man am Spielfeld steht und Möglichkeiten auf der Bank und so weiter und so fort. Und aber das macht eigentlich Spaß, das zu tun. Es gibt mir einen großen Schub, also eine neue Mannschaft kennenzulernen, wenn ich diese Gelegenheit habe. Aber bei der WM zum Beispiel kann das sehr kompliziert sein. Man hat vielleicht die Gelegenheit, 10, 11, 12, 13 Mannschaften einzustudieren. Und ja, das braucht Zeit, das richtig zu tun. Aber ja, hoffentlich kriegen wir alles richtig und ja, weil es natürlich wichtig ist, genau die Infos im Kopf zu haben, also wer am Ball steht und in zwei Sekunden genau zu wissen, nach einem Eckstoß, also wer das Tor erzielt hat. Und ja, es macht jedoch Spaß. Ja, krass. Also ich wundere es ja echt total, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Conference League Playoff spielt dann Union Berlin gegen irgendeinen georgischen Verein. Genau. Und die Kommentatoren dann ganz selbstverständlich, hier, Chuck Willi spielt zu Bums Willi und Brand Willi spielt zurück zu Pflaum Willi. Also beeindruckt mich immer jedes Mal aufs Neue. Ich kann natürlich nicht nachprüfen, ob es stimmt, was die sagen. Die können ja auch irgendwelche Namen einfach so auf Verdacht raushauen. Man weiß es ja nicht. Aber die georgischen Fans würden es wahrscheinlich mitkriegen. Kann man eigentlich ESPN irgendwie hier in Deutschland empfangen, wenn man dich jetzt den Pokal kommentieren hören möchte, hier bei uns? Leider nicht. Mindestens ist das mein Eindruck, dass es legal nicht gemacht werden kann. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, dass natürlich Sky und ARD die Rechte haben und deswegen ist es momentan unmöglich, es bei ESPN zu verfolgen. Okay, das ist natürlich dann schade, aber gut, vielleicht haben ja ein paar Hörer da andere Mittel und Wege. Genau, übrigens, das erste zeigt natürlich Leipzig gegen Union, ist ja klar. Ja. Genau. Warum sollten die HSV zeigen? Oh nee, zeigen beides. Okay, ich nehme es zurück. Zeigen beide Spiele. Ich wollte gerade sagen, zeigen die nicht beides, weil es an zwei Tagen ist. Tun sie. Ich dachte, die würden nur eins von beiden zeigen. Gut. Ja, dann hat der Derek uns vorher gesagt, er müsse um 9:30 weg. Das ist dann jetzt der Fall. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz offline, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Aber der Marco und ich machen gleich mit euch noch eine detaillierte Vorschau auf das Bielefeld-Spiel.
und haben noch ein paar Hörerfragen, die wir gemeinsam hier beantworten werden. Also ihr habt jetzt hier keine Pause im Podcast, kommt nur ein kleines Mitro jetzt und dann geht's für euch nahtlos weiter. Und wir machen mal kurz einen kleinen Break an dieser Stelle. Und da sind wir auch schon zurück. Der Derek musste uns leider verlassen, weil er noch Anschlusstermine hat. Aber Marco und ich sind jetzt noch für euch da, um mit euch zunächst ausführlich auf das Spiel gegen Bielefeld vorauszuschauen. Und wie ihr das von uns schon kennt, haben wir da wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um eine gegnerische Fanmeinung einzuholen. Da haben wir eine Sprachnachricht geschickt bekommen von der lieben Eva Lotta Bohle, die ja zum Beispiel vom zweiten Bundesliga-Podcast kennt und unter anderem auch aus dem Rasenfunk. Auf Twitter ist sie die @eva_bohle und die Eva sagt Folgendes zu ihrem Herzensverein, zu Arminia. Ja, erstmal zur aktuellen Situation. Ist natürlich erstmal nicht so gut, 17. Platz. Ich glaube, vielen Bielefeld-Fans war auf jeden Fall bewusst, dass es natürlich erstmal um den Klassenerhalt geht, dass das auch ein bisschen enger werden kann. Man weiß ja eigentlich, das zweite Jahr ist größtenteils das etwas schwierigere, vor allem, wenn man auch wie Bielefeld so einen leichten Umbruch im Sommer hatte. Dann natürlich auch jetzt gerade zuletzt Verletzungspech mit Klos, mit Kunze, mit Brunner. Ja, und jetzt eben das Spiel gegen Bayern, gut, das kann man natürlich verlieren, aber das war schon eigentlich mal eins der besseren Spieler in den letzten Wochen. Gerade auswärts war Arminia da extrem harmlos, in zwei Spielen 8 Gegentore, kein eigenes geschossenes Tor. Die Offensivschwäche ist ja sowieso ein Thema, was sich aus der letzten Saison fortgesetzt hat. Ich weiß auch da ja noch nicht so ganz, wie ich dieses Köln-Spiel einschätzen kann, aber auf jeden Fall in Bezug erstmal aufs Bayern-Spiel, da musste ja auch umgestellt werden, unter anderem, weil eben Brunner fehlte, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, die Viererkette da hinten mit Lawson, Nilsson, Pieper und Ramos. Dann natürlich bitter, dass man da verletzungsbedingt wechseln musste, dann nochmal auch noch in der ersten Halbzeit durch Kunze, wo es dann natürlich doppelt bitter ist, weil man vorher eigentlich das 1-1 erzielt hat, wo es wohl ganz, ganz knapp abseits war. Und eben danach, dass die Kunze-Verletzung eben noch in Kauf nehmen muss und das dann da auch nochmal doppelt bitter ist, weil Nian Zumut dann auch anschließend noch auf dem Platz stehen bleiben darf. Aber generell war es wenigstens über weite Strecken mal so ein Anzeichen von Viren gegen dieses FC Bayern. Eben das, was man jetzt zuletzt in Wolfsburg und auch in Mainz eben überhaupt nicht sehen konnte. Haben bestimmt auch die eigenen Fans einen gewissen Einfluss drauf und eben halt auch dieses Sonderstatus Bayern-Spiel. Hilft natürlich noch nicht so ganz für das Köln-Spiel jetzt, da bin ich mal gespannt. Fabi Kunze hat eine Prellung in der Schulter und in der Wirbelsäule, wird jetzt von den Physios behandelt. Ob der am Sonntag wieder spielen kann, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Auch hinter Brunner ist, denke ich mal, noch ein Fragezeichen. Ich glaube, die einzige Person, wo man sich sicher sein kann, die eben noch nicht spielen wird, ist Fabian Klos. Ja, das Spiel ist enorm wichtig. Es gibt jetzt noch vier sehr, sehr wichtige Spiele, eben auswärts in Köln, zu Hause gegen Hertha, auswärts bei Bochum und dann zu Hause gegen RB Leipzig. Das wird definitiv nicht einfach. Umso wichtiger ist es eigentlich, dass man dieses Spiel erfolgreich gestaltet. Klar ist natürlich auch, wenn Köln so spielt wie jetzt zuletzt im Derby, wird es extrem schwierig für Bielefeld, da auch eine Antwort zu finden. Nicht nur defensiv, sondern natürlich auch offensiv. Bei 23 geschossenen Toren sieht das eher böse aus, sagen wir es so. Was natürlich, keinen Unterschied macht, ist, dass wir die Punkte brauchen, auch weil man kann sich eben, das hat das letzte Wochenende gezeigt, nicht darauf verlassen, dass die Konkurrenz eben auch nicht punktet. Ich glaube, wir können generell schon ein relativ anderes Spiel als das Hinspiel betrachten. Das ging ja 1-1 aus. Da bin ich mal gespannt, wie beide Trainer genau aus diesem Duell vielleicht auch ihre Lehren gezogen haben. Da lag es ja auch vor allem dran, dass Bielefeld da im Endeffekt noch einen Punkt mitgenommen hat, weil Köln mit seinen Chancen sehr lasch umgegangen ist. Ich denke mal, das werden wir nicht nochmal sehen. Obwohl ich damals eigentlich fand, dass Bielefeld eine gute Antwort auf eben dieses Kölner Spiel auch mit Modest gefunden hat. Das war schon sehr eindrücklich.
Aber eben, ja, auch Köln hat sich weiterentwickelt seitdem. Das wird auf jeden Fall schwierig. Ich tippe prinzipiell nicht gegen meinen Verein. Daher sage ich einfach mal, dreckiger 2-1-Sieg für uns. Nicht ganz ernst zu nehmen natürlich. Aber ein leichter Aberglaube ist ja da, dass man es beschreit, wenn man auch noch gegen den Verein tippt. Jo, danke. Das war die Eva Lotta Bohle, @Eva-Bohle auf Twitter. Und ich glaube, da war jetzt schon ganz viel drin. Ich habe das Spiel gegen Bayern jetzt natürlich nicht gesehen. Ich gucke mir ja nicht Bielefeld gegen Bayern an. Aber ich habe die Highlights gesehen, als Vorbereitung hier auf diesen Podcast heute. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer wissen zu schätzen, was ich für sie auf mich nehme. Man muss sagen, was Eva sagt, ist schon korrekt. Also Bielefeld war richtig, richtig knapp davor, den Bayern weh zu tun. Die hatten halt Pech, dass jede knappe Entscheidung gegen sie und für die Bayern gefallen ist. Also immer auch zu Recht, das waren keine Fehlentscheidungen. Aber bei Bielefeld war halt einer so 10 Zentimeter im Abseits und bei Bayern war halt einer 10 Zentimeter nicht im Abseits. Ne? Und das, wenn das so ein Millimeter-Sache ist und nur so um Millisekunden geht, wann der Ball gespielt wird, dann kann es auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Also nur weil die jetzt auf Platz 17 stehen, ist das nicht Schlachtvieh, was hier kommt, um gegen uns zu verlieren und dann gern die Punkte in Müngersdorf lassen will. Also ja, wir müssen da, glaube ich, echt auf der Hut sein bei denen. Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, es wird ein Spiel, wo wir im Idealfall alles genauso, Markus Anfang würde sagen, raushauen wie gegen Gladbach. Wir müssen genauso konzentriert mit der gleichen Entschlossenheit, mit der gleichen Grundordnung da reingehen wie in den letzten Spielen. Und dann haben wir eine realistische Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber das wird jetzt kein Selbstläufer. Also ich glaube dafür, wir sind halt nicht das Team, wir sind halt nicht die Bayern. Das muss man dann auch, wenn wir heute schon so getan haben, als ob die Champions League safe wäre. Wir sind im besten Fall kann man uns als Mittelfeldklasse-Team bezeichnen diese Saison. Das ist schon tatsächlich eine Auszeichnung für uns. Aber was mich so ein bisschen positiv stimmt, ist, dass wir in den letzten Spielen gezeigt haben, dass wir mit Ballbesitz was anfangen können. Also das haben wir vorhin schon mal gesagt, diese Doppel-6 Skiri Özcan ist so ungemein stark. Du hast jetzt einen wieder erstarkten Magut. Du hast einen wieder erstarkten Florian Kainz. Du hast einen Modest, der wieder getroffen hat. Und wo bei Stürmern, die dann lange Zeit nicht treffen, fängt ja dann diese Uhr an mitzulaufen. Wie lange hat der jetzt nicht getroffen? Und bla, bla, bla. Das haben wir alles nicht. Wir haben einen richtig guten Dejan Lubicic. Und du hast dahinter ja auch, also Benno Schmitz darf man auch nicht vergessen, hat wieder 10 Minuten gespielt. Weiß nicht, ob der schon für Bielefeld in Betracht kommt. Wobei, ganz kleiner Einwurf, wir haben es gerade nicht gelobt, ich möchte es hier nochmal an dieser Stelle nachholen. Easy Boué, einen sehr konzentrierten, ja, ja, sehr guten, genau, Auftritt gegen die. Genau. Gegen ja, die, ja, genau. Ja. Also wirklich, also wie gesagt, wenn wir sagen, wir müssen André Duda daraus nehmen, das ist ein Spieler, der 10 Minuten gespielt als Einwechselspieler. Und das zeigt schon halt vieles. Und ich glaube halt, dass diese Elf, ich sage jetzt mal vorsichtig in Klammern, Easy Boué, Benno Schmitz, ne, also dass diese Formation sich aber gefunden hat. Hector hinten links, Hübers, Kilian, dann Easy Boué, / Benno Schmitz, Özcan, Skiri, Kainz, Ud, Lubicic, Modest. Ich glaube, das ist Stand jetzt die Elf, die auch wahrscheinlich gegen Bielefeld spielen wird, sollte sich da nicht irgendeiner verletzen oder irgendwie andersweitig ausfallen. Aber das Team und der Trainer haben die Maxime ausgegeben, wir wollen nach Europa. Und da müssen wir dann auch ganz offen und ehrlich reden. Wenn wir nach Europa wollen, müssen wir gegen Bielefeld 3 Punkte holen. Ja, oder wenn andersrum. Wir diese Chance, ne, also müssen wir diese Punkte holen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, sehe ich genauso. Oder andersrum, wenn du halt Hin- und Rückspiel gegen Bielefeld nicht gewinnst, ist vielleicht Europa auch noch zu früh für dich. Ja. Wenn du in beiden Spielen, vor allem im Heimspiel halt nicht gegen Bielefeld einen Dreier landen kannst, die auf Platz 17 stehen und ja auch wirklich, wie gerade Eva ja auch gesagt hat, Verletzungssorgen haben. Ne? Der beste Stürmer fällt aus, Fabian Kunze fällt aus, also die sind jetzt ja auch nicht mit ihrer besten Truppe da vor Ort, die kommen aus einer richtig schlechten Phase. Ja. Wenn du da nicht gewinnst, dann ist das bestimmt auch
verdient, weil Bielefeld da alles in die Waagschale geworfen hat, okay. Aber da muss man sagen, dann machen europäische Vereine nochmal ganz andere Sachen mit dir als Bielefeld und dann ist es vielleicht noch ein Jahr zu früh. Das ist so. Da bin ich tatsächlich bei dir. Ja, wie gesagt, wir haben es selber in der Hand, das Spiel zu gewinnen. Glaube, dass das Team gerade aktuell, also ich glaube auch dieser Derby-Sieg, der muss und der wird diesem Team einen Wahnsinnsboost geben. Ja. Und den musst du jetzt, du musst jetzt auf dieser Welle einfach weiter reiten. Ja. Du musst, wie so ein Wellensurfer, du triffst die optimale Welle und musst jetzt so lang auf dieser Welle mitsurfen, wie es geht. Und so viele Punkte mitsammeln, wie es geht. Ja, vor allem das Gute an Baumgart und seinem Trainerteam ist ja, der lässt in dieser Mannschaft keine Selbstzufriedenheit aufkommen. Es hätte in der Vergangenheit Mannschaften des FCs gegeben, die hätten nach dem Derby-Sieg so sehr die Lichter angehabt und wären so die Helden von Köln gewesen, dass sie im nächsten Spiel 100% gegen Bielefeld 3-0 verloren hätten. Ich glaube, das kann jeder Hörer und jede Hörerin nachvollziehen, welche Zeit ich da gerade meine. Das wäre sogar unter Markus Anfang in der zweiten Liga so gewesen, wahrscheinlich, wenn Gladbach da in der zweiten gespielt hätte. Und das ist, glaube ich, bei Baumgart genau der Gegenentwurf. Der hat nach dem Main-Spiel sofort die Euphoriebremse reingetreten und hat gesagt, nee, Leute, wir müssen ja erstmal über die ersten 60 Minuten reden, bevor wir die letzten 30 Minuten abfeiern. Und jetzt wird er auch sagen, ey, Freunde, wenn ihr glaubt, ihr habt schon irgendwas erreicht, guckt mal auf die Tabelle, ihr habt noch gar nichts erreicht. Da kommen noch 4 Spiele. Nur weil ihr jetzt 2-mal Gladbach und 1-mal Leverkusen weggeschlagen habt, seid ihr noch nicht am Ende der Saison. Ne? Ihr müsst noch was tun, um hier den absoluten Legendenstatus zu kriegen. Aber von nichts kommt nichts. Harte Arbeit. Vorher dürft ihr auch nicht feiern. Ja. Ja. Also, wie gesagt, ich glaube halt einfach, also ich hoffe, nee, ich glaube nicht, ich hoffe, dass genau eben das passiert und kann natürlich auch genau in die andere Richtung schlagen, aber da möchte ich jetzt gerade gar nicht dran denken, weil mich dieses Gladbach-Spiel tatsächlich sehr, sehr positiv gestimmt hat, ja. Weil da tatsächlich sehr, 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 sehr vieles gestimmt hat, einfach mannschaftsintern und ja. Wie gesagt, also das finde ich auch das Geile gerade, wenn es jetzt scheitern sollte, wenn du jetzt irgendwie gegen Augsburg, Bielefeld, Wolfsburg, wie auch immer das zustande kommt, halt nicht die nötigen Punkte holst, die Mannschaft geht trotzdem erhobenen Hauptes aus dieser Saison raus. Die werden trotzdem nach der Saison einen tollen Empfang kriegen von den Fans. Die werden trotzdem gefeiert werden, allein für die Derby-Sieger halt. Keiner ist jetzt hier am Boden zerstört. Wir sind natürlich ein bisschen traurig, wenn es nichts wird mit Europa, klar. Aber es ist trotzdem eine fantastische Saison. Und das hat auch jeder im Verein verstanden, dass die Saison jetzt schon fantastisch ist und nicht erst fantastisch wird, wenn du am Ende Platz 6 oder so eroberst. Und das ist, glaube ich, auch viel wert, dass die halt echt befreit aufspielen können und nicht Angst haben müssen, dass sie irgendwie wieder Banner am Geistbarkeim finden, wenn sie jetzt Europa verpassen sollten. Wenn ihr Europa verpasst, dann schlagen wir euch tot. Also das wird wohl eher nicht passieren. Nee, das wird eher nicht passieren, das glaube ich auch. Ja, genau, also ich glaube halt genau das ist das. Also ich meine, was halt schade wäre, ist einfach die Tatsache, dass es wahrscheinlich wie im Stöger-Jahr noch nie gefühlt so einfach war, dorthin zu kommen. Ja, es ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance jetzt gerade, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass Vereine wie Gladbach, Hoffenheim oder Wolfsburg ewig unter dir landen, weil du auch nicht weißt, ob Hertha immer mit der Kohle mal was anfängt, was Vernünftiges. Von unten kommen vielleicht noch Vereine nach, die auch so eine Spitzensaison spielen können. Zum Beispiel Schalke hat ja einen guten Kader. Die können auch mal durchstarten, irgendwie so Union Berlin-mäßig. Also, ja. Du hast jetzt eine einmalige Chance. Du wirst auch vielleicht ein paar Spieler verkaufen müssen im Sommer. Dann hast du wieder eine ganz andere Mannschaft. Dann kommt wieder ein Umbruch. Also diese Chance ist jetzt halt da und man sollte auch alles tun, sie zu ergreifen. Ne? Aber wenn es halt nicht klappt, aber du hast das Gefühl, die haben wirklich zu 100% versucht. Die haben gekämpft und hatten halt Pech, dass der Ball an die Latte geht und Bielefeld kriegt irgendwie so einen dubiosen Elfmeter und Augsburg macht Augsburg Sachen und tritt da wieder jedem Spieler auf die Schienbeine und so. Ja, dann ist es halt so. Also, dann sind wir alle auch nicht böse mit der Mannschaft, sind wir ein bisschen traurig, okay, aber keiner wird da irgendwie jetzt das Geistbockheim anzünden deswegen. Und deshalb glaube ich, dass wir da total entspannt total entspannt aufspielen können. Und eigentlich alles, was jetzt noch kommt, ist ein absoluter Bonus und eine Kirsche auf der Torte. Ja. Ja, genau das ist es. Also es ist tatsächlich einfach ein kleiner Bonus, den sich die Spieler erkämpfen können. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ich glaube auch, ich könnte mir vorstellen, dass monetär für die Spieler da auch was bei rumkommt.
Meinst du, wir haben so weit geplant, dass wir den Europapokal bringen? Ja, na klar. Also ich glaube, so ein Vertrag hat trotzdem immer sowas wie, weiß ich nicht, jede Runde im Pokal bringt nochmal x Euro und wenn du Europa erreichst, gibt es nochmal Summe x. Könnte ich mir vorstellen. Also ich würde mich wundern, wenn es nicht so ist. Weiß ich ganz ehrlich. Keine Ahnung. Aber das bringt mich auch direkt zu einer Hörerfrage. Wir leiten mal jetzt um in das Hörerfragen-Segment an dieser Stelle. Und zwar muss ich mal ganz kurz aufrufen hier an dieser Stelle. Und zwar war die Frage, unsere Spieler haben ja auch Begehrlichkeiten geweckt durch einfach ihre phänomenalen Leistungen. Und deshalb fragt der Kevin, der Ed Taron Kevin, droht uns ein Ausverkauf, weil wir Begehrlichkeiten wecken? Was machen wir am besten mit Modest? Also ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es den ein oder anderen Spieler der Begehrlichkeiten weckt. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen, Skiri, Özcan. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht irgendeinen Verteidiger, also Timo Hübers, da gab es ja irgendwie unter der Woche nochmal so ein Gerücht, also so ein Gerücht, er wäre auf mehreren Zetteln diverser englischer Premier League Vereine, weiß ich nicht. Aber also ich glaube tatsächlich, dass gerade Skiri, Özcan sicherlich Kandidaten sind, dass wenn ein Verein sich da orientiert, dass Spieler sind vielleicht, die eventuell da in irgendeinen Rahmen passen. Wenn das so ist, dann ist es so. Also ich meine, ja, beide Sechser abgeben wäre schon hart. Ne? Beide Sechser abgeben werden wir nicht tun. Das glaube ich halt einfach nicht. Aber kann ja immer mal sein, dass wir da einen der beiden vielleicht abgeben müssen. Es kann sein. Ich hoffe es nicht. Aber es kann natürlich passieren. Ja, ich habe das letzte Woche schon mal gesagt, oder ich weiß gar nicht, wann genau ich es gesagt habe. Ich weiß halt nicht, ob Sully nicht auch einfach Bock auf den FC hat. Der ist ja Kölner, ne? Der ist FCler durch und durch. Der hat 100 pro Bock, hier mit uns nochmal in Europa aufzulaufen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er letztes Mal gemacht hat, als wir in Europa gespielt haben. Ob er da in vielen Spielen in der Startelf stand, kann ich gerade nicht mehr auswendig rezitieren. Aber jetzt so als unumstrittener Stammspieler auch mal in der Europa League vielleicht vorspielen zu dürfen, eventuell, oder in der Conference League, glaube ich, bedeutet dem auch was. Der ist, ne, wie gesagt, der ist ein kölscher Junge im Herzen. Und ich glaube, der sieht seine Karriere erst im Jahr danach woanders, wenn wir uns qualifizieren sollten, natürlich nur. Ja, also wie gesagt, ich glaube halt auch, dass es vielleicht ein Trumpf sein kann, dass er mit Steffen Baumgarten, also bei dieser Thematik Sully Özcan müssen wir, glaube ich, eines immer betrachten. Der FC und Özcan waren vor der Saison so weit, dass man gesagt hat, nee, es geht für ihn hier nicht weiter, weil ich hätte das Gefühl, dass beide Seiten, also auch der FC und aber auch Sully Özcan, nicht geglaubt haben, dass es hier irgendwie groß nach vorne geht. Dann kommt Steffen Baumgart als Trainer und Baumgart sagt damals, ich möchte unbedingt diesen Jungen haben. Ich möchte den unbedingt irgendwie halten. Dann unterhalten sich Baumgart und Sully Özcan und dann startet Sully Özcan so unfassbar durch. Und ich glaube, für ihn in seiner jetzigen Karriere oder in seinem jetzigen Karrierestatus ist es unheimlich wichtig, A, einen Trainer zu haben, der auf einen baut und aber auch zu spielen. Weil wenn der jetzt nach, keine Ahnung was, Wolfsburg geht oder irgendeinen Verein, wo er sich persönlich mehr Möglichkeiten ausrechnet, dann muss der dort spielen. Und das bringt nichts, da hinzukommen und Spieler Nummer 15 zu sein oder 16 zu sein. Weil das würde den nicht weiterbringen. Und deswegen hoffe ich ehrlicherweise, dass er den Schritt halt bei uns weiter tut. Wir schätzen halt nicht so ein, dass der dieses Bonau-Ding macht und halt nach Wolfsburg geht oder so. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, es müsste, wenn ein Verein sein, der ihn persönlich irgendwo hin katapultiert. Das sehe ich aber jetzt gerade nicht. Also der Derek hat ja gerade schon gesagt, dass er wohl auch bei Glasgow Rangers im Gespräch war. Das ist natürlich schon geil, ne? Also jetzt für ihn, ja, so in Schottland spielen können. Ja, aber das ist jetzt keine Liga,
Nee, die wurde ungemein weiterkickt. Nein, ne? Also dass er jetzt fast schon nur mal zu groß wäre inzwischen mit der jetzigen Leistung. Genau. Es wäre geil so für die Folklore, aber da hast du ja auch nur zwei gute Spiele im Jahr, halt gegen Celtic und sonst halt nur Europa League Spiele. Okay, klar, aber er würde von der Spielweise schon gut dahin passen. Sehr physische Liga, ne? Aber gut, es kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht das inzwischen echt eine Nummer zu klein für ihn wäre. Das wäre vor der Saison gewesen. Ich weiß nicht, was ist, wenn jetzt, sagen wir, wenn zum Beispiel Fenerbahce oder was immer der für ein Fan sein mag, da Galatasaray oder was, ja, mit die rufen würden. Das weiß ich natürlich nicht. Also das kann natürlich immer passieren. Aber nochmal, Sali hat ja auch unterhalb der Woche oder in der unter der Woche gesagt, dass er die Saison zu Ende spielen wird und sich dann mit den Verantwortlichen des FC zusammensetzt. Also nochmal, das ist auch völlig richtig. Der will jetzt den Kopf frei haben für das, was vor ihm liegt. Und dann setzt man sich zusammen, dann überlegt man sich was. Und tatsächlich kann Sali so das neue Gesicht des FC werden. Ja. Und ich glaube, das ist halt für so einen Spieler auch immer noch ein Punkt. Das kann ja vielleicht so der Kicker sein. Der kommt hier, der ist im FC groß geworden. Und ich glaube halt einfach, dass das ist doch, also ich meine, das ist dieser schmale Grat, den wir doch gerade bei Timo Horn sehen. Wenn das läuft, dann ist das ultimativ cool. Wenn es nicht läuft, ist es aber auch ein Hindernis vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass Sali einen 8-Jahres-Vertrag unterschreiben wird bei uns. Aber wenn er nochmal, ich sage jetzt mal vorsichtig, 2 Jahre unterschreibt mit einer Freigabesumme oder Wechselsumme, dann kann das ja auch sein. Und dann muss man, der FC ist nicht der Verein, der die Spieler um jeden Preis halten kann. Das muss uns tatsächlich allen klar sein. Und wenn da ein Angebot reinflattert, wo wir alle sagen und wo auch vielleicht Sally sagt, oh, das möchte ich gern machen, ja, dann ist das so. Aber idealerweise sollten wir bei Sally versuchen, den irgendwie zu halten. Und bei anderen Spielern, ich weiß jetzt nicht, ob die Begehrlichkeiten bei so vielen anderen so hoch sind. Also ich weiß nicht bei Modest, ob das nicht auch ein bisschen viel Säbelrasseln von der Seite Modest ist. Also klar, der möchte seinen Vertrag nochmal verlängern. Das ist auch legitim. Aber der Moment, Junge ist 34. Aber ne? Der hat doch auch noch 5 Jahre Anschlussvertrag als Offensivtrainer oder so. Genau. Genau, aber er möchte ja nochmal als Spieler verlängern. Ja. Also, ne, also das ist, ich glaube halt einfach, ich sehe da ansonsten, ich sage jetzt mal vorsichtig, neben Skiri und Sali Özcan aktuell keinen Spieler, wo ich denke so, oh, da müssen wir aber mal aufpassen. Das ist vielleicht der Vorteil, wenn deine Leistungsträger alle schon Ü30 sind, ne? Die wecken ja nicht mehr die ganz großen Begehrlichkeiten. Naja, aber also ich sag jetzt mal vorsichtig, wir haben tatsächlich, muss man dazu sagen, nur 3 Leistungsträger, die Ü30 sind. Das ist Jonas Hector, der ist 31, das ist Marc Uth, der ist 30 und das ist jetzt Anthony Modest, der jetzt gerade frisch 34 geworden ist. Aber ansonsten haben wir viele, die an dieser Schwelle zur 30 stehen. Also Kainz ist 29, Skiri 26, Özcan ist 24, Benno Schmitz ist 27, die Innenverteidiger sind ein bisschen jünger. Ja, stimmt, wir haben uns verjüngt, da hätten das richtig. Ja, also die ganzen Tschichos und so am Schirm. Schwäbe 6, also du, ja, stimmt, du hast ein paar, die im gesetzteren Alter sind, aber ich glaube tatsächlich auch, ich glaube, so ein Marc Uth, der weiß doch genau, was der jetzt am FC hat. Der geht doch nicht mehr weg. Nein. Ne? Der hat sich in Schalke da die Finger verbrannt. Genau. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert, weder für ihn noch für den Verein. Und da war ja auch so unschöne Szene mit den Ultras, vor den Schalke-Ultras, vor dem Stadion und so. Der bleibt. Der wird auch sehr gutes Geld verdienen bei uns, weil er noch einen alten Horst-Held-Vertrag hat, glaube ich. Also der wird bleiben, das glaube ich auch. Kainz und Schmitz haben wir gerade verlängert, die haben also keine Ambitionen mehr. Genau. Aber so ein Kilian, ne? Ich glaube, 19 oder wie alt er sein mag, schnell. Jetzt schon ein bisschen Bundesliga-Ding. Wenn du den halt verpflichtest für 2 Millionen, könntest du wahrscheinlich im selben Transfersommer auch für 4 wieder verkaufen. Ja, aber dann musst du ja auch erstmal wieder Ersatz haben, den du für 4 kriegst. Also ja, das mag alles sein, aber ich weiß nicht, ob da so die obergroßen Begehrlichkeiten sind, weil
wir auch ganz viele Spieler halt, also halt ich, diese Innenverteidigung, Luca, Kilian, Timo Hübers, die spielen ihre erste, ich sage jetzt mal vorsichtig, volle und noch nicht mal ihre volle Bundesliga-Saison. Die spielen jetzt eine, im Prinzip, wenn man es mal hardcore sagt, eine halbe Saison voll durch. Ja, eben. Und das ist, ja, die werden natürlich jetzt so ein bisschen gehypt, auch aufgrund der letzten Spiele, aber auch die hatten ja auch mal Wackler. Und auch die haben Wackler im Spiel zum Beispiel gegen Gladbach gehabt. Ja, also das dieses Tor war ja ein Wackler unterm Strich. Genau, genau. Ich meine, das ist gut verteidigt. Genau, es war nicht gut verteidigt. Es fällt jetzt auch nicht so extrem ins Gewicht, aber ich weiß nicht, also ich sehe genug Baustellen im Kader. Ich sehe jetzt aber nicht, dass wir Angst haben müssen, dass nächstes Jahr uns irgendwie hier 10 Spieler verlassen, mit denen wir nicht rechnen. Das sehe ich nicht. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wie kaputt sind wir wirtschaftlich wirklich? Also müssen wir zum Beispiel, wenn jetzt irgendwer sagt, ich gebe euch eine Dreiviertelmillion für Tim Lemberle, müssen wir den dann verkaufen? Also sind wir wirtschaftlich so am Eimer, dass wir das tun müssen? Oder haben wir noch so ein bisschen Spielraum? Also ich glaube, das haben wir, ich glaube, in der letzten Podcast-Folge auch schon mal so grob angeschnitten. Ich glaube halt einfach, ja, also dass man den Etat, also den Etat um 20% minimiert. Das hat aber doch auch vieles mit Handgeld zu tun, mit Transfer, also über Transferausgaben, man kalkuliert ja auch immer Transferausgaben, auch wenn wir die jetzt vielleicht dieses Jahr, wir werden auch, wenn wir Luca Kilian holen wollen, dafür ja Geld bezahlen. Dafür wird ja irgendeine kalkulatorische Summe dem sportlichen Leiter in die Hand gegeben. Also du hast ein Gesamtvolumen und wir haben das ja schon minimiert. Durch die Abgänge von Tschichos, durch die Abgänge von Meret, und wir haben ja auch eventuell noch Abgänge, zum Beispiel auch vielleicht auf der Torhüter-Position, Timo Horn zum Beispiel. Und ich bleib dabei, wenn Horn geht, hast du die Ablöse für Kilian wieder drin. Davon gehe ich auch aus. Oder wenn wir zum Beispiel vielleicht einen André Duda verkaufen. Ja, oder, auch der. Kannst du dasselbe sagen, ne, wenn also, Timo Horn, wenn die gehen, ne, also, ist wenn Kilian finanziert. Wenn die gehen, dann, ich weiß nicht, wie lange der Vertrag von Niklas Hauptmann noch läuft. Ja gut, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Also wir haben ja eh einen ganz großen Umbruch, wo ganz viele Verträge jetzt auflaufen. Da können wir jetzt aber auch mal gerade über Louis Schaub reden. Der hat ja selber durchblicken lassen, dass er es keiner mit ihm gesprochen habe bezüglich einer Verlängerung. Es gab vorher das Gerücht, dass er wohl einen Vertrag zu verringerten Konditionen abgelehnt habe. Das hat der FC aber dementiert und er selber auch. Er sagt, mit mir hat keiner gesprochen. Was sagst du zu der Personalie? Muss man den verlängern oder sagen, danke für alles, Louis, aber tschö? Also ich glaube, dass wir auf der Position des anders. Ich glaube, dass Louis Schaub auf der Zehner-Position seine stärkste Rolle hat. Und ich sehe ihn auf dieser Position nicht im Vergleich zu einem Ljubicic, zu einem Marc Uth oder sonstigen Spielern. Und wenn wir tatsächlich hingehen und auf den Außen noch was machen, dann fällt ja diese Position als mögliche Option für Louis Schaub weg. Und ich glaube auch, dass auch Louis Schaub einen tendenziell etwas höheren Vertrag hat. Ist zwar zu Zweitliga-Zeiten gekommen, aber auch der, für den haben wir, ich glaube, irgendwas um 3,5 Millionen Euro gezahlt damals. Und das waren auch noch andere FC-Zeiten. Der wird jetzt auch keinen schmalen Taler bei uns verdienen. Und ich glaube, dass man dieses Geld adäquat anders einsetzen kann mit anderen Spielern, die sich auf dieser Position mehr nach vorne bringen. Weil auf dieser Zehner-Position, da sehe ich nicht den Handlungsbedarf. Du hast einen Ljubicic, du hast einen Marc Uth, und du hast stand jetzt noch einen André Duda und wir haben so viele, ich sag jetzt mal vorsichtig, Zehner, aber wenig für die Außen. Wir müssen übrigens die Saisonwette anpassen. Wir müssen aus, ich sag mal ehrlich, müssen wir machen, ich sag mal vorsichtig. Das kannst du beim nächsten Mal gerne. Dann hätten wir viel Geld verdient heute. Ich umgehe das mal ja auch vorsichtig. Ja.
Naja, aber du hast recht, ich stimme dir dazu. Ganz kurz, Hauptmann hat Vertrag bis 23. 23 habe ich auch. Dem haben wir echt einen 5-Jahres-Vertrag gegeben. Ne? Wahnsinn, ja. Niklas Hauptmann, der war 20. Aber auch vielleicht wirst du den, also wenn er denn fit sein sollte, vielleicht wirst du den ja auch jetzt mal bestenfalls nicht vorsichtig los, ne? Ich weiß nicht, ob da irgendwie nochmal Dynamo Dresden den zurückholen will, aber ich der hat so wenig gespielt jetzt. Der war für so den verletzt. Wirst du sicherlich, für den wirst du keine Ablösesumme sehen. Das muss uns allen jetzt völlig, also wer da sagt, oh, dafür den werden wir nochmal was kriegen, für den müssen wir wahrscheinlich eher was zahlen. Ich glaube, Vertragsauflösung ist das beste Szenario da für alle. Der ist ja auch nicht glücklich geworden bei uns. Ja, und zu Louis Schaub, unser Ziel muss das sein, dem Kader Geschwindigkeit zuzuführen. Ja. Und bei allen Qualitäten, die Louis Schaub haben mag, zum Beispiel, wenn wir jetzt abgestiegen werden, würde ich sagen, unbedingt halten. In der zweiten Liga ist er echt gut, aber sind wir ja nicht. Aber unser Ziel muss das sein, den Kader zu verschnellern, dass da mehr schnelle Offensivspieler spielen. Und das ist er nicht. Und das Geld, was du in ihn steckst, fehlt in anderer Ecke dann wieder. Und da müssen wir uns viel mehr mit solchen, ja, so Profil quasi Jan Thielmann mit ein bisschen mehr Zug zum Tor, ein bisschen mehr Flankenqualität orientieren und eher nicht Spielertypen wie Louis Schaub weiter beschäftigen. Ja, das ist genau das. Und man muss auch sagen, der ist jetzt halt auch schon 27. Also da ist dann auch das, da ist dann jetzt auch vielleicht nicht mehr der aller nächste Entwicklungsschritt jetzt noch drin. Also ich denke, dass 22, ne? Also das ist. Ich denke, dass Baumgart gerade das Maximum aus ihm rausholt, was in der ersten Liga drin ist. Und auch da reicht er dann eher so zu, ich sag mal so, Spieler 12 bis 13 und nicht Spieler 1 bis 10 auf dem Platz. Und nochmal, also ich sehe da einfach, stand jetzt Spieler massiv vor ihm. Ljubicic, Ut und auch noch ein André Duda. Und du hast ja auch noch einen Obuz, den du aufbauen willst für die Position. Genau. Ne? Ja, genau. Ja. Also deswegen. Ist natürlich schade, aber wir können ja nicht hier jeden Spieler auf Gedeih und Verderb durchschleppen und uns wundern, wieso wir nicht neue Spieler bekommen, weil wir da irgendwelche Spieler, ich sage jetzt mal vorsichtig, als fünften Einwechselspieler bringen, der aber enormes Geld kassiert. Das kann nicht, sollte nicht sein. Nein. Genau so ist das. Und noch ein Nachtrag. Salih Özcan hat 5 von 6 Europa-League-Spielen in der Startelf bestritten. Ah, okay, krass. Ja, hat nur gegen Arsenal gar nicht gespielt, war gar nicht im Kader. Das erste Arsenal-Spiel? Verletzt war. Ja, das Hinspiel, genau. Also in London. Mhm. Der war bestimmt irgendwie verletzt oder irgendwie gesperrt noch oder irgendwas. Da nicht. Alle anderen dann in der Startelf. Ja, hat er vielleicht nochmal Bock drauf, das zu wiederholen, wenn wir es schaffen sollten. Ja. Ja, und dann für heute die letzte Frage, ehe wir auf die Saisonwette nochmal gucken wollen. Das ist noch eine Rückfrage zum Derby. Und zwar geht es um das Foul von dem einen Gladbacher an Jonas Hector. Rote Karte, ja oder nein, fragt der Tiger Snake TV. Das war das mit der offenen Sohle gegen den Knöchel. Offene Sohle, genau. Ich finde, wer das war, weiß ich auch nicht. Aber irgendeiner von denen halt. Sehen ja alle gleich aus. Ich überlege jetzt gerade, war das das Player-Ding? Ich brauche mich gerade. Mich so Sachen. Hey, warte. Skelly war das. Skelly. Das war, wo die Stollen ins Gesicht von Hector gehen, glaube ich. Ich glaube, um die geht's. Ja. Ich tue mich schwer mit da so einer Aussage, das muss rot sein. Also nicht zwingend. Ja, ich meine, dass sich Hector nicht verletzt hat und wir gewonnen haben, kann man jetzt großzügig sein an dieser Stelle und sagen, ja. Ja, aber also das sind, ich meine, dieses Fußballspiel ist halt unglaublich schnell und du musst halt nur diese Millisekunde zu spät sein und triffst halt nicht den Ball, sondern räumst halt den kompletten Spieler ab. Das muss ja noch nicht mal eine böse Absicht sein und ich weiß nicht, ob man da unbedingt immer rot zücken muss. Also ich. Nee, weiß ich nicht. Also hätte man sicherlich tun können, ist jetzt aber auch nichts, wo ich mich jetzt ultimativ drüber aufregen muss. Also ich glaube, wenn da eine Verletzung bei resultiert hätte, dann vielleicht schon, aber so, der Spieler konnte weiterspielen und wie gesagt, wir haben gewonnen. Ich glaube, da ist man sowieso dann noch mal ein bisschen nachsichtiger.
Ja, ich habe die Szene gerade nicht gut genug vor Augen, muss ich zugeben, deswegen kann ich es jetzt gerade nicht beurteilen. Da sie nicht verletzt hat und ja auch, ja, egal. Also nicht verletzt, insofern ist es, wie es ist. Wir haben noch ein Feedback bekommen auf YouTube, denn wir haben einen YouTube-Channel und den dürft ihr bitte alle mal abonnieren, die ihr jetzt zuhört. Das kostet euch nichts, das Abonnieren, aber uns hilft das total. Da mache ich auch nächste Saison irgendwie ein großes Event draus, dass wir gern 1000 Subscriber bei YouTube hätten. Also bitte tut uns den Gefallen und abonniert diesen YouTube-Kanal. Auf jeden Fall schreibt auf YouTube der Leo Legenda zum Thema Vereinsmotto, weil wir darüber gesprochen haben, dass wir spürbar anders als so ein beschissenes Motto empfinden. Der schreibt, ist doch ganz einfach, Barca hat Meske und Club, Bayern hat Mir san Mir, also in der Sprache bzw. im Dialekt. Und bei uns bietet sich doch an, je viel dat verbink oder nur zusammen sind wir stark. Das ist Kölsch und das ist aussagekräftig, sagt der Leo. Könnte ich tatsächlich mehr mit anfangen, ja, als brauchst du denn so ein Motto? Nee, also scheinbar also, braucht man es aus Marketing-Sicht für irgendwelche Marketing-Ottos, ne? Also wie gesagt, ich möchte gar nicht auf den Merch-Shop des 1. FC Köln zu sprechen kommen. Also nur damit die dann das nächste T-Shirt mit so einem Scheiß verschandeln wollen. Das war übrigens auch noch ein Feedback von einem Hörer. Wir sollen mal ein Worst-of-Ranking vom Marketing, also vom Merchandising machen. Das können wir echt mal machen irgendwann. Das wollen wir mal die ganz großen Aussetzer da raussuchen und dann machen wir ein Ranking. Das werden wir dann dementsprechend vorbereiten, dass ihr eure Vorschläge schicken könnt. Genau. Vielleicht mal in der Sommerpause. Ja, genau. Oder vielleicht in der Rückschau oder so. Das können wir ja mal gucken. Ja. Oder goldene Schiebermütze für das beschissenste Ja, Tisch. Boah, das ist eine gute Idee. Ja. Wir haben schon den ersten. Ja, also. Ja, Tessa, für dich eingeladen. Du bist auf jeden Fall in der Folge dann wieder dabei. Du bist die Fachfrau. Ich wollte sagen, die Fachfrau wird für diese Kategorie als Wettpaar, also als Schirmherrin zur Seite stehen. Sage ich jetzt einfach mal so, ohne mit ihr gesprochen zu haben. Gehe ich aber auch von aus. Ja. Tessa, wenn du das hörst, melde dich bei uns. Wir melden uns aber auch bei dir sonst. Wir melden uns aber auch bei dir, ungefragterweise. Ja, um auf das Motto zurückzukommen. Ja, wenn es denn dann ein neues gibt und das ist näher am Verein dran, hätte ich da jetzt nichts gegen einzuwenden. Aber da, also man sollte für so ein Club-Motto muss man jetzt keine Werbeagentur beauftragen, um da den Geld in den Rachen zu schmeißen. Ich finde aber auch, wenn es eins geben muss, weil halt die Shareholder das wollen oder weil Alex Werle sonst nicht schlafen konnte früher, dann muss es auf jeden Fall aus der Kölschen, aus dem Kölschen Idiom sein. Ich persönlich finde ja einfach, das beste Motto wäre Alaaf. Einfach nur Alaaf. Punkt. Versteht jeder, kannst du auch in England aussprechen, also auf der ganzen Welt aussprechen, dieses Wort. Jeder weiß, was es bedeutet. Und es verbindet die Stadt. Oh. Und ich glaube, die Engländer glauben so, das hieße I love und dann passt es ja auch. Ja. 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 Könnte ich jetzt mitleben. Also finde ich jetzt nicht so dramatisch, aber ja. Also wie gesagt, ich lasse mich, wenn es denn soweit ist und wir haben ein neues Vereinsmotto, dann bin ich gespannt und dann werde ich sowieso meinen Senf dazu geben. Yep. Bisschen Trivia zu dem Wort Alaaf übrigens. Das ist für Germanisten ja spannender als für normale Leute, aber es gibt ein Wörterbuch der Gebrüder Grimm und das ist so, also diese Märchenonkel, die kennst du ja, ne? Die Gebrüder Grimm, die Rotkäppchen und so, und die sind aber auch Sprachforscher gewesen früher. Die haben auch ein Wörterbuch rausgebracht. Und das war so der erste oder einer der ersten Versuche, die deutsche Sprache systematisch zu erfassen. Und deswegen alles, was da schon nachgewiesen ist, von dem weiß man, dass es das um das Jahr 1850 rum schon gegeben haben muss, dieses Wort. Und da wird Alaaf schon urkundlich erwähnt in diesem Wörterbuch tatsächlich. Okay. Ja. Mhm. Ja, also hat auch Geschichte das Wort. Sie hörten den Teil, wo es wieder um Wissen geht. Ja, aber das ist auch ein Gruß an meinen Vater. Fatih, das Deutschstudium war nicht umsonst. Ja. Genau. Aus dem Jungen ist sonst nichts geworden, aber das Studium. Aber er hat einen Podcast. Er hat einen Podcast. Sogar zwei. Mubi Rentner, hört mal rein. Der Podcast mit den 1000 Thesen. Ja.
So, wollen wir zur Saisonspende übergehen? Können wir gerne tun. Da haben wir nämlich wieder eine Spende von einem Hörer bekommen für die Tafeln. Sogar zwei, wenn man es genau nimmt. Und die zweite kommt noch. Die erste kommt vom Bergbeutel auf Twitter. Der @Bergbeutel. Und der gibt uns ja bekanntlich 10 Euro je Punkt, die der FC einfährt. Und da der FC 3 Punkte gegen Gladbach eingeführt hat, hat er uns 30 Euro rübergeschoben. Vielen Dank, Bergbeutel. Ja, fett. Richtig. Genau. Und dann hatten wir vor kurzem den Ottmar zu Gast, der auch aus Hamburg kommt, genauso wie ich. Und der hat gesagt, er hatte vor kurzem Geburtstag. An dieser Stelle ganz lieben Glückwunsch nachträglich, lieber Ottmar. Und der hat gesagt, eine Bekannte hat ihm als Geschenk eine Spende zugesagt, die er irgendeiner Organisation zukommen lassen kann, die er selber ausgesucht hat. Und das sollen wir und unsere Saisonspende für die Tafeln sein. Also da kommt auch noch mal was von Ottmar oder genauer gesagt Ottmars Bekannter. Auch da. Ja. Vielen Dank. So, jetzt aber wir. Lass mal gucken. Tor Modest haben wir schon mal eins. Genau. 5 Euro für Tor Modest. So, dann Einsatz eines U23-Spielers. Kilian. 4 Euro. Kilian, Özcan, Thielmann, Lemperle. Lemper. Und Steffen Baumgart gelb. Nein. Zu null. Ah, leider auch nicht. Knapp. Ja. Aber dürfen auch nicht vergessen, nochmal 6 Euro von Thomas Onina pro Tor vom FC. Pro Tor, also 3 dann, mal 3, oder was? Ja, genau. 6 Euro, 2 Euro pro Tor. Achso, ja, okay. 6 Euro von Thomas und Nina. Genau. Ja. Von dem lieben Edujemine auch ein nochmal 3 Euro pro, also 3 Tor des FC 1 Euro, also 3 Euro. Ja. Und 5 Euro Modest. Von Marcel Risaldo. Marcel Risaldo. Vom Stefan. Lieben Gruß an alle diejenigen, die uns spendentechnisch so unterstützen. Ja, wenn jetzt noch Augsburg absteigt, dann gibt's das. Ha, ganz fette Geld. Dann sage ich auch den meinen berühmten Lieblingsspruch. Ja? Ich sag mal. Achso, naja, okay, verstehe. So, und von uns kamen dann jetzt noch 9 Euro Tor Modest und die 4 Youngster. Genau. Jetzt muss der arme alte Mann hier auch noch rechnen. Also ich in dem Fall. Ach Gott, Jott, es ist schon spät. Warte mal. Wenn irgendein Hörer hier ist, der sich mit, wie heißt der Bums hier? Google Docs auskennt. Google Docs, ja. Ja. Sagt mir mal, ob man irgendwie in Google Docs eine Formel erstellen kann, wie bei Excel. Dass ich nicht mal von Hand rechnen muss, sondern dass der mir einfach eine Summe ausspuckt unten. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr verstanden, ja. Hoffentlich? Ich bin da vielleicht zu doof für. Und deswegen krieg ich es nicht hin. Muss immer von Hand machen. Und ich habe einen Punkt im Mathe-Abi gehabt. Ne? Also, ihr müsst wissen, mit wem ihr hier zu tun habt. Es sind nach meiner Rechnung 707,50 Euro derweil. Das hört sich schon sehr, sehr gut an. Ja. Und der Raik hat mir gesagt, also der FC, haha, bekannt vom Verzellnix-Podcast. Er verdoppelt und von, die Gesamtsumme. Nee, das nicht, aber von diversen Urlaubsvertretungen hier. Der hat gesagt, er verdreifacht sie. Das weiß der aber nicht mehr, weil der schon sehr viele Kölsch getrunken hatte. Nee, der hat, ich hoffe, ich darf das hier erzählen. Wenn nicht, lieber Raik, dann ist jetzt auch zu spät, wenn du das hörst. Und zwar hat er gewettet, Ergebnistipp 3-1 FC gegen Gladbach vor dem Spiel. Oh. Und dann hat er mich in der 89. gefragt, ob er Cash-Out machen soll. Weil er Angst hatte, dass noch ein Tor fällt. Reik, ey. Ja, und ich, alter Angsthase, hat natürlich gesagt, ja, der FC macht noch ein Tor. Mach mal lieber Cash-Out. Ja, hat viel Geld verdient, hätte noch mehr Geld sein können. Aber ich hatte halt Vertrauen in Tim Lemperle. Ne? Der war ja durch, der war ja frei. Ja. Ich habe gedacht, der macht das, der Jung leider nicht. Also ich habe nicht gedacht, dass Köln noch einen fängt, wie in den vergangenen Jahren immer. Ich habe gedacht, die machen noch einen. Und das ist ja eigentlich nur mein Vertrauen in den FC. Mehr ist es ja gar nicht. Sehr gut. Sehr löblich. Ja. Aber er hat mir vertraut und damit so knapp 50 Euro verloren. Aber ich glaube, er hat gesagt, er will ein bisschen was von dem Gewinn, den er trotzdem gemacht hat, hier in die Saisonwette reinschmeißen. Wir würden uns damit sei er hier mit der Immert erinnert, falls er es nach den diversen Kölschen vergessen haben sollte. Ja, wenigstens habt ihr noch, guck mal, wenigstens hattet ihr noch Gesprächspartner an dem Tag. Ja, ja. Also, ich
kann ja tatsächlich mal sagen, mein Gesprächspartner hat spätestens nach dem 3-0 nicht mehr mit mir kommuniziert. Das ist mein wertgeschätzter Schwiegervater, seines Zeichens Gladbach-Fan. Das 1-0 bin ich auch aufgesprungen, habe lauthals gejubelt. Beim 2-0 habe ich nur noch gejubelt sitzend oder auf die Knien. Und beim 3-0 habe ich im Sitzen gejubelt und habe ihn nicht mehr angeguckt, weil also die Kommunikation war tatsächlich nicht mehr da. Also ich bin in der Halbzeit dann, habe ich gesagt, soll ich noch ein Bier holen? Ich habe darauf keine Antwort gehört. Bin dann in den Keller gegangen, habe 2 Bier hochgeholt, habe die aufgemacht, habe sein Bier dahingestellt. Wir haben angestoßen und haben dann aber auch nicht mehr gesprochen, bis er mir dann Tschüss gesagt hat. Sondern Tschüss, wir sehen uns morgen. Und das war's dann. Also tatsächlich, ich habe die zweite Halbzeit stillschweigend geschaut. Also ich habe selber alles kommentiert, aber ich habe da keine Rückantwort mehr bekommen. War sehr verstörend. Und seine Frau kam dann irgendwann rein und sagte, sprichst du mit dem Marco gar nicht mehr? Und er hat dann sie nur ganz böse angeguckt. Sie hat das Zimmer wieder verlassen und hat mir dann per WhatsApp geschrieben, wenn ich Angst habe, soll ich rufen. Aber es war tatsächlich eine sehr bedrückende Atmosphäre. Und auch beim 3-1, es war keine Regung da. Ich wollte dann mit ihm abklatschen und sagen, ja, guck mal, jetzt habt ihr doch noch ein Tor gemacht. Ich habe sein lassen, habe gesagt, nein, Marco, halt einfach die Fresse, geh einfach nach Hause. Und tatsächlich, die Emotion brannte ja in mir. Ich bin dann raus und bin dann im Prinzip an dem Fenster, wo er saß, wieder vorbei und habe dann auf der Straße mir schon zu dir FC Köln gesungen. Und ich habe nur gehört, wie ganz fest das Fenster zugemacht wurde. Also auch am nächsten Tag beim Osterfrühstück die Stimmung war schon wieder besser. Er hat schon wieder mit mir kommuniziert und ich habe natürlich in jeder Möglichkeit, wo irgendwas mit 3 vorkam oder mit Fußball, habe ich das ihm seelenruhig aufs Brot geschmiert. Günni, wie viele Tage war denn Jesus tot? Sag mal, wie viele Tage war der tot? Wie viele Tage war der tot? Sag mal. Nee, es ging irgendwie 2, darum, weiß ich 4. nicht. Wie viel Körnerbrötchen noch in der Tüte sind, habe ich gedacht, ach, das ist ja ein Ding. Es waren eigentlich 4 in der Tüte, es sind noch 3 in der Tüte. Guck mal, Günther kennt's von gestern, 3 Stück in der Tüte. Ich sehe nur diese auch Halsschlagader von deinem, hier, Dings. Wie heißt der Schwiegervater? Ja. Immer so pulsieren vor mir. Wie er nichts sagt, aber dieses Ding einfach immer dicker wird, diese Halsschlagader. Er hat's am Ende mit Humor aufgenommen. Zu meinem Glück, sonst würde ich jetzt auch hier nicht mehr sitzen, sondern wahrscheinlich liegend den Podcast machen müssen im Streckverband. Aber also er war natürlich schon auch nicht angefressen. Und ich meine, ich glaube, man hat es ja auch an den Pfiffen im Stadion gehört. Also ich glaube, das trifft die schon sehr, sehr hart. Die sind in 2 Derbys mit 7-2 aus beiden Stadien geschossen worden in Summe. Und dass dann die friedlichste Fans sind, vielleicht muss man das auch nochmal erwähnen, sowas macht, wie die Kabine stürmen wollen, das ist aber ein Ding, oder? Das ist mir medial auch gar nicht groß genug ausgearbeitet worden. Muss man auch dazu sagen, dieses Wort Sturm hat aber auch nur die Springerpresse benutzt, ne? Alle seriösen Medien haben von einer Aussprache gesprochen. Ja, die Frage ist, wie man die Aussprache, ich meine, das kennen wir beim FC auch. Aber wie gesagt, ich finde es immer sehr witzig, dass nämlich aus eigener Sache auch auf eigener Seite immer gesprochen wird von der friedlichsten Fanszene Deutschlands und bla bla bla. Ja. Das ist doch Leipzig, einfach weil die keine haben. Ja, das ist die, die Holy Bulls. Holy Bulls, ja, mit diesen Bullenköpfen. Das kann ich auch nicht ernst nehmen. Also, was sagst du zu dem Gladbach-Fan, der die Mütze von Baumgart genommen und sich darüber gefreut hat? Also ganz ehrlich, ne? Also es schlagen da 2 Herzen in meiner Brust. Auf der anderen Seite verstehe ich Steffen Baumgart tatsächlich nicht, dass der die nicht irgendeinem FC-Fan hinter sich schenkt. Aber damit komme ich sogar noch klar. Aber dass der nach einer, also tatsächlich, wenn ich jetzt mir überlege,
das steht so ein Hi-Oh-Pi und kriegt die Mütze vom Gästetrainer, der dich gerade im Derby 3-1 aus dem eigenen Stadion genagelt hat. Ich weiß nicht, ob der die Mütze noch aufgehabt hat, als er aus dem Stadion ging. Weiß ich nicht. Ich glaube, da würde ich Wutanfälle kriegen. Wenn Adi Hütter mir nach dem Spiel, wo der 3-1 gewonnen hat, irgendwas von sich gibt, das würde in 3 Sekunden in Flammen stehen. Das würde in doppelter Geschwindigkeit wieder zurückfliegen wahrscheinlich. Das würde ich anzünden, auf irgendeinem Laternenmast und anzünden. Wenn er mir seinen Sakko gibt oder so. Oder seine, keine Ahnung, seine Unterhose. Die würde sofort brennen. Aber das geht nicht. Also, du darfst dich nicht drüber freuen, als wenn du da irgendwie so eine Trophäe errungen hast oder so. Also, nee, das geht nicht. Also, da finde ich, hat der Fan, das war ja ein älterer Herr, aber ein Gladbach-Trikot, da finde ich, hat er sich von diesem Event-Charakter und diesem Kult-Charakter von Baumgart irgendwie blenden lassen und kurzzeitig vergessen, dass er Gladbacher ist. Also, von mir aus, wenn es dazu beiträgt, ihn überlaufen zu bringen zum FC, okay, wenn die Mütze irgendwie so missionarische Wirkung erfüllt, dann soll es recht sein, aber das geht nicht. Ja. Das ist ein No-Go. Ja. Ja. Stell dir vor, Patrick Herrmann wirft dir nach dem Spiel sein nasses Trikot hin, ey. Das geht doch auch nicht. Würde ich kannst du nicht Trikot annehmen und sagen, Trikot von Patrick Herrmann. Ja, aber das ist, also können wir das vielleicht mal thematisieren, dass da erwachsene Herren stehen mit so selbstgemalten Schilderchen. Und XYZ, schenkt mir bitte dein Trikot. Ich frage mich, wie viele von denen sind einfach Spekulanten, die das Ding bei eBay für einen doppelten, dreifachen Preis kaufen? Ja, klar. Game One hier. Ja, eben. Genau. Ja, also tatsächlich, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob es das für Fußball gibt. Aber es gibt so tatsächlich so Game One-Seiten, wo du tatsächlich, also bei Eishockey-Trikots weiß ich, oder das von amerikanischen Sportarten kenne ich das, dass du da so Game One Jerseys verkaufen kannst für richtig gutes Geld. Ja, ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das fürs Fußball auch gibt. Also mit 100 Pro geht bin ich halt eBay zur Not. Aber tatsächlich finde ich es arg befremdlich. Also wenn da jetzt so ein 7-jähriger Junge steht, ja, okay. Ja, klar. Aber da stehen ja keine 7-jährigen Jungen, da stehen ja 35, 40-jährige Herren, die dann Joshua Kimmich um ein Trikot anbellen. Also, macht es, wenn, so wie der Marco, und schickt eure Kinder vor. Guck mal hier, Kind. Nee, ich hab dir ein Schild gemalt, halt das mal hoch. Nee. Also, wenn, würde ich da irgendwelche dubiosen Kanäle aus dem Podcast nutzen, um da an Trikot umsonst ranzukommen, aber garantiert nicht über so ein Plakat. Genau, es gibt wenig Entwürdigenderes als das. Also, das ist ja was anderes, wenn, weiß ich nicht, hier wie diese Story mit dem kleinen Fan, dem Luis, der den Marius Wolf angeschrien hat und dann von Marius Wolf Trikot geschenkt bekommen hat, also als Wiedergutmachung. Und dann Anthony Modest gesagt hat, ja, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen, der soll ein anständiges Trikot bekommen. Das ist ja witzig. Das kannst du ja medial ein bisschen ausgeschlachtet. Kinder dürfen alles, aber Erwachsene aber sollten ein bisschen Schamgefühl haben. Wie gesagt, wenn ich so High-O-Pies sehe, irgendwie neben mir, würde ich mal fragen, was das soll. Aber ich würde heimlich auf das Schild was anderes draufschreiben, wenn die mal nicht hingucken. Ich möchte irgendeine andere Botschaft draufschreiben. Ja, aber hast du so einen Wassermalfarbkasten über dem Stadion? Ab jetzt nehme ich immer so mein Tagger-Edding so, mit ins Stadion. Ja, klar. Wenn die mal nicht hingucken, schreibe ich da irgendeine Botschaft drauf. Hört trotzdem hier den Podcast über den 1. FC Köln. Ja. Schreibe ich dann beim Gästefan aufs Schild drauf und tausche es aus. Ja, das wär's. Ich glaube, eher austauschen ist einfacher, als irgendwas draufzuschreiben, tatsächlich. Ja. Naja. Aber das finde ich tatsächlich arg befremdlich. Was ich auch so ganz peinlich finde, das geht in dieselbe Kerbe, sieht man ja manchmal so Videos auf YouTube oder so von Typen, die in Amerika bei Baseball-Games sind und wo erwachsene Männer irgendwelche Kinder wegschubsen, um den scheiß Baseball zu fangen. Ja, klar. Hallo, Mainz. Gibt's ja echt, siehst du ja echt, dass Leute wirklich das Kind so in die Ränge zurückschubsen, damit die den scheiß Ball fangen und nicht das Kind. Ja. Ja, da hört es dann bei mir auch auf. Ja, es ist, wie gesagt, gibt viele befremdliche Situationen.
da und ja, das muss jetzt auch nicht sein. Jo, was jetzt aber sein muss, ist das Ende dieses Podcasts hier leider, denn wir haben das Limit hier erreicht. Wir sind auch, glaube ich, jetzt mit allen Themen soweit durch, die für diese Woche anstanden. Wir werden nächste Woche nach Bielefeld natürlich wieder aufnehmen und dann wissen, ob wir Europa einen Schritt näher gekommen sind oder doch noch ja nachsitzen müssen. Was ihr bis dahin tun könntet, wenn euch das denn beliebt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könntet erstens auf unseren YouTube-Kanal gehen und ihn abonnieren. Er heißt Trotzdem hier, genauso wie wir, Trotzdem hier. Und ihr könnt, wenn ihr sagt, was wir hier tun, das gefällt mir ganz gut, uns ein bisschen finanziell unterstützen, da wir durch diesen Podcast ja auch Kosten verursacht bekommen für Serverspace, für Software, für Equipment und so weiter und so fort. Wie das geht, erfahrt ihr auf www.trotzdemhier.de/spenden, ohne Bindestrich oder so. Und an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die das getan haben. Gerade nach dem Derby kam quasi direkt nach dem Abpfiff 3-4 Spenden bei uns rein, so im Überschwang der Gefühle. Das finde ich auch geil, dass Leute wirklich in so einem Moment, wo du gerade ein Derby gewonnen hast, 3-0, und dir tausend Dinge durch den Kopf gehen, dass die denken, ach, da gibt's einen Podcast, den finde ich ganz cool, den schicke ich jetzt mal schnell ein bisschen Geld bei PayPal rüber. Also wirklich ganz großen Respekt und vielen Dank an diese Leute. Vor allen Dingen an C.S., der uns für jeden Punkt des FCs immer 1 Euro rüber schickt und jetzt sogar für den Derby-Sieg nochmal 10 Euro extra, sodass da 13 Euro von ihm kamen. Also ganz lieben Dank, bei allen anderen auch. Und ohne euch wäre das hier, glaube ich, gar nicht möglich, das Ganze noch zu finanzieren. Deswegen vielen, vielen Dank. Und ja, alle anderen, die Lust haben, wie gesagt, www.trotzdemhier.de/spenden. Genau. Marco. Wenn ihr Lust habt, mal hier Gast zu sein, wie der Derek oder wie unsere anderen Gäste während der Saison, meldet euch gerne bei mir, beim Ruhrpott-Hennes oder im Podcast. Kanal, schreibt uns eine Mail an info@trotzdem-hier.de. Nee, kein Minus. Info@trotzdemhier.de und genau, und dann werden wir Mittel und Wege finden, zusammenzufinden und zusammen aufzunehmen. Und die muss man sagen, der Derek hat sich nicht an uns gewandt, sondern schon wir. Nein, also, genau. Also der, nicht, dass jemand glaubt, Hallo, dürfen wir euch. An den haben wir uns gewandt. Wir versuchen natürlich auch immer mal wieder Gäste zu bekommen, die tatsächlich, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, prominenter sind. Aber jeder Gast ist hier gerne willkommen und ja, gerne eingeladen, mit uns zu podcasten. Genau, die Mischung macht's. Und wir können schon mal spoilern, es wird noch mindestens einen Podcast geben, wo wir nicht beide hier sein können, wegen Urlaub und so weiter. Ja. Also da müssen wir noch mal ein bisschen nachgessen. So, jetzt reicht's aber wirklich für heute. Ja, macht es gut da draußen, bleibt uns gewogen, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder heißt, du bist der Ruhrpott-Hennes, ich bin KY-Lennep und wir sind trotzdem hier.